Damen und Herren. Schön, dass Sie zuschauen beim Kölner Treff. Heute Abend mit folgenden Gästen. Von einem, der eigentlich nie Serienschauspieler werden wollte, aber nun 25 Jahre lang Ermittler in ein starkes Team. Ich freue mich sehr zum ersten Mal im Kölner Treff. Florian Martens, herzlich willkommen. Italienisch ist eine sehr schöne Sprache. Es klingt einfach sehr gut. Manche meinen besser als Deutsch. Und er kam auf die Idee, deutsche Schlager, erfolgreiche Schlager, in seiner Muttersprache zu singen. Ergebnis dramatisch gut. Ich freue mich sehr. Giovanni Zarrella, herzlich willkommen. Sie bringt Rock und Punk in den Kölner Karneval und nicht nur in den Karneval. Dabei ist sie alles andere als ein typisches Funke-Mariechen. Herzlich willkommen, Niki Kempermann und ihre Band Campus Finest. Nach ihrer ersten großen Hauptrolle im Film Allein stand in einer Filmkritik: Diese Frau ist eine Sensation. Das finde ich auch. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sie heute Abend da ist. Lavinia Wilson, sehr schön. Er macht Philosophie massentauglich oder sagen wir massenverständlich. Und nun hat er sich in die Denker des 19. Jahrhunderts vertieft und vergleicht die Zeit damals mit der Zeit heute und kommt zu erstaunlichen Ergebnissen. Ich freue mich. Richard David Precht. Schön, dass du da bist. Und natürlich freue ich mich auf Sie, die gerade erst mit dem Ehrenpreis des Deutschen Kleinkunstpreises ausgezeichnet wurde. Gerburg Janke. Es ist der Preis 2020, also ganz aktuell. Ehrlich gesagt habe ich mich gewundert, die Begründung fängt mit dem Satz an, sie ist die First Lady des Kabaretts. Und für mich ist eine First Lady eigentlich immer die Ehefrau, die daneben steht und nett lächelt. Das bist nicht du. Ich habe die Begründung noch gar nicht gesehen. Ja, steht da, kannst du dir sagen. Echt? First Lady. Ja, das haben sie wahrscheinlich vom WDR geklaut, weil wir hatten ja diese First Lady Preisverleihung genau. Im November. Da habe ich aber nur die Moderation gemacht. Ich bin gar keine First Lady geworden. Hab die Statue, also ich vielleicht dieses Jahr, ich weiß nicht. Vielleicht das ist deshalb. Also First Lady gibt es aber neuerdings auch ohne Männer, offensichtlich. Mich zum Beispiel. Ja, da, ja. Also da, bitte, herzlichen Glückwunsch. Obwohl der Mann ist Präsident von Rot-Weiß Oberhausen. Also insofern bin ich auch eine First Lady. Also auf der Tribüne bist du in dem Sinne eine klassische First Lady. Ja, bin ich. Mich nimmt keiner ernst da auf der Tribüne. Ja, kann ja sein. Im Übrigen, Ehrenpreis klingt so ein bisschen wie Lebenswerk. Ja. Ja, und? Ich finde, Lebenswerk macht alt. Ja, worauf willst du jetzt hinaus? Ach übrigens, bevor wir dieses sehr interessante Thema weiter besprechen, du hast einen grandiosen Anzug an. Stell dich doch bitte einmal hin. Damit nur nehmen wir, weil du hast einen grandiosen Rock an. Komm, Gerburg. Ja, bitte schön. Das ist ja. Ja, ich weiß ich auch nicht, der heißt Ehrenpreis. Ich fühle mich auch geehrt und ich bin in bester Gesellschaft. Aber was mich dann doch irritiert hat, diesen Ehrenpreis gibt es seit 10, 12 Jahren. Ich bin die erste Frau. Oh. I am the first lady. Ja. Vielleicht haben sie es deshalb geschrieben. Da haben wir es doch. Es war wirklich, also die Preisträger sind alles das Who is Who des deutschen Kabaretts. Aber alles Jungs, ne? Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnt haben. Ja, finden wir gut. Ja, ich finde es auch gut, aber ja. Hallo. Wobei, ich will nicht auf dem Alter rumhacken, wir sind ja im Grunde genommen ähnlich, aber wenn man wieder so... Du bist so jünger. So, ja, gut, danke schön. Aber wenn man dann so einen bestimmten Punkt erreicht hat, guckst du gerne zurück oder hast du Vorsätze für das, was jetzt kommt? Ich will nicht fragen, bist du altersmilde geworden? Das wäre jetzt unverschämt. Das hofft auch keiner. Also milde kann ich mir nicht vorstellen, dass vielleicht später, ne, so in vielleicht mit 70, aber so zurückgucken, nö, ja jetzt wohl, also jetzt kommen so Laudatios und so und die gucken dann zurück, aber nein. Und ich arbeite eigentlich immer an dem jeweiligen
Projekt. Es gibt wieder eins im Theater, im Eberbad in Oberhausen. Ja. Das ist diesmal sehr testosterongeladen. Ja, arbeitest ich mit? Arbeite mit zwei Männern auf der Bühne. Ja, aber du bist Frau Gott. Ich bin Gott, ja. Wer sonst? Was soll nach dem Ehrenpreis noch kommen? Ja. Da geht nur Gott. Ja, ich bin Frau Gott. Ja, das fängt so an, dass Frau Janke vor kurzem gemerkt hat, dass sie Gott ist, also Frau Gott. Ja, so fängt das an. Ich finde es aber besser, weil ich hatte ja mal Karel Gott hier zu Gast und ich wusste einfach nicht, wie ich ihn anreden soll. Herr Gott. Weil Herr Gott. Eine total doofe Anrede. Stimmt. Und ich finde, Frau Gott geht. Das geht mir leichter von den Lippen. Ja, Frau Gott, nicht Fräulein Gott, ne? Und auch nicht Göttin. Das ist wieder was anderes. Ja. Göttin assoziiert man immer mit jung. Also zum Beispiel morgens aufstehen und aussehen wie eine junge Göttin. So, ne? Oh, sie hat auf dich gezeigt, Niki. Ja, ja, immer. Ja, und ich arbeite mit einem Schauspieler, den ich schon lange kenne, Nito Torres, und einem begnadeten Gitarristen, Peter Engelhardt. Und das ist alles. Und ich trage den ganzen Abend einen affengeilen weißen Anzug, der mir sehr gut steht und wo ich reinpasse, auch wenn ich noch mehr esse. Das ist wirklich toll, also tolle Rolle. Wieso noch mehr esse? Gehst du dir vorsetzen? Nein. Du lebst eigentlich sehr gesund, du verbringst sehr viel Zeit an der frischen Luft. Ja. Weil die Raucher müssen ja heute auf die Straße. Och. Ja, das stimmt. Ja. Ich möchte kein unangenehmes Thema ansprechen, aber du hast mich sogar darum gebeten, das zu machen, weil dein Dauerverlobter, der Präsident von Rot-Weiß-Oberhausen, ja, hatte einen zum Glück nur leichten Schlaganfall. Ja. Und jetzt bist du mit ihm gemeinsam, bist sozusagen Botschafter eines bestimmten Vereins. Ja, also der Schlaganfall war im letzten April und das war keine gute Zeit, kann man sich ja vorstellen. Und es haben sich dann noch ein paar Dinge so im Kopf anders entwickelt, als man rechnet nicht damit. Ne? Nee. Wenn jemand noch so unter ist, dann denkt man so, oh, wir haben noch ewig Zeit. Und dann wird es einem plötzlich klar, dass man das nicht hat. Und es hat sich aber alles sehr gut entwickelt, der Mann ist gut drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass er doch wieder in den Garten kommt, sobald sich das da draußen klimatisch wieder so eingerenkt hat. Der Arzt hat auch zugestimmt, ich habe gefragt, oh Gott. Und wir haben, und das ist jetzt sehr frisch, wir sind gebeten worden von dem Arzt, der ihn behandelt, einem Verein, also Botschafterin, und damit meine ich den Mann jetzt mit, ist klar, für einen Verein zu werden, der sich mit Schlaganfällen bei ganz jungen Menschen beschäftigt. Also bei Kindern und bei sehr jungen Menschen, sehr, sehr viel in Asien, aber auch in Europa. Sind Sie auf die Idee gekommen, nachdem Sie das Foto von euch gesehen haben? Ja, wir haben ja ein Foto von uns beiden machen lassen. Ja. Ein besonderes Foto. Willst du mal, zeigst du es mal? Ja, wir haben es ja hier. Wo? Ja, das ist toll. Mhm. Weil ihm stehen diese Kompressionsstrümpfe so gut. Ich bin morgens, wenn er mit den Dingern, ich bin jedes Mal also hingerissen. Und ich habe mir dann auch solche Strümpfe angezogen. Die sind nicht angenehm zu tragen, die sind sehr stramm. Und das Foto haben wir Unterstützstrumpf genannt. Aber eigentlich mit den Beinen gehört der Mann auf den Platz und nicht auf die Tribüne. Der muss eigentlich auf den Fußballplatz. Der gehört eigentlich auf die Bühne damit. Sensationell. In Shows, wo du sehr viel Geld für sehr wenig Kleidung bezahlst. Sensationell. Beine sind super. Da kommt die Fußballbegeisterung von ihm natürlich. Wirklich sensationell. Raus. Ja, die Beine sind toll, ne? Und in den Strümpfen sehen die noch viel geiler aus. Ja, muss man so sagen. Es hat jedenfalls eingeschlagen. Und ja, auch bei der Deutschen Schlaganfallhilfe. Und die haben wiederum sich mit diesem Arzt in Verbindung gesetzt. Und jetzt sind wir halt Botschafter von diesem, die Krankheit heißt Moya Moya. Das ist ein schöner Name. Das ist ein japanisches Wort. Das klingt Japaner, auch so, nach einer Suppe. Moya Moya. Ja, es ist eine japanische Suppe, genau. Hallo? Ja, aber Moya Moya? Ja, so haben die Japaner das genannt, als sie zum ersten Mal diese Arterienverkalkung grafisch, also optisch gesehen haben, Moya Moya heißt Wolke oder Staub. So sieht das aus. Und so heißt die Krankheit jetzt. Und die wird erforscht, weil die ganz oft bei den jungen Leuten gar nicht diagnostiziert wird, sondern die denken dann, die haben Epilepsie oder Migräne, wird über Jahre falsch behandelt. Und hättest du dir je träumen lassen, nein, dass du in einem bestimmten Alter Botschafterin für den Moya Moya Verein? Nein, ja, nein. Ist doch merkwürdig. Wie das ich habe mir aber auch nicht träumen lassen, dass dieser Kerl einen Schlaganfall kriegt. Also das haben wir beide nicht. Das war ein ziemlicher Warnschuss. Ja, es war ein Warnschuss und man macht einem klar, dass Lebenszeit begrenzt ist.
Ja, und es macht die männerfeindlichen Witze auf der Bühne auch ein bisschen schwerer. Also besonders, wenn ich in der Nähe von Oberhausen auftrete, dann wissen ja alle das. Scheiße. Ja, aber wir haben darüber gesprochen und er ist mit allem einverstanden, der Mann. So. Der ist ja wahrscheinlich viel gewöhnt bei dir. Ja, umgekehrt auch. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass Oberhausen nicht in der ersten Bundesliga spielt und auch nicht in der zweiten. Ja, das liegt daran, dass wir kein Geld haben. Was willst du? Also diese Mannschaft spielt grandiosen Fußball. Der Mann sagt das jedenfalls. Ich kann das nicht beurteilen. Aber es ist nicht genug Geld da. So, und Geld schießt Tore. Und jetzt, da sag mal was gegen. Giovanni, oh, ja, du spielst jedes Wochenende auf dem Schulplatz, wenn es irgendwie ja möglich ist. In welchem Verein? Ich spiele bei den alten Herren, spiele ich. Also, in Zündorf. In Zündorf, ja, also auch in der Umgebung. Jedes Wochenende geht's aufs Feld raus und meine Frau sagt immer, sie kann eine Woche lang nicht mehr anfangen danach. Und wenn ihr verliert, wie ist deine Stimmung? Sehr schlecht. Aber sehr du, schlecht, du bist doch wirklich ein Strahlemann. Und das geht ja dir wirklich an die Seele und ans Herz und an die Stimme. Ja, wirklich. Also ich brauche auch diesen Tag, meistens sonntags oder montags ist das eben, um so das Normale zu haben. Also nicht dieses auf der Bühne und irgendwie und Menschen im Publikum, sondern das auf dem Platz und 11 gegen 11 und alle gleich. Und dann hörst du auch mal einen Spruch an zu dir oder zu deiner Frau. Gibt es auch mal öfter auf dem Platz. Und dann ist es bei mir schon so, dass es mir nachhakt, wenn du so ein Spiel verlierst. Da habe ich wirklich schlechte Laune. Also, und Verletzungen? Das ist ein Kunstrasen. Also so diese Knie und so, die halt auf sind, es geht schnell. Oder wenn du dann doch noch mal einen Ball grätschen möchtest, der vor der Linie, dass du den noch reinflanken möchtest. Offene Oberschenkel, offene Knie, sowas ist normal. Also, aber zum Glück, toi, 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 jetzt nichts mit den Meniskus oder Kreuzbändern, die sind alle noch heile. Richard, treibst du Sport? Mach ab und zu ein bisschen Fitness. Hab irgendwann nach ganz, ganz langer Zeit vor kurzem, nach einem Abstand von 25 Jahren, wieder eine Judomatte betreten. Oh! Ich habe das in der Jugend sehr intensiv gemacht und habe dann mal so geguckt als alter Mann, wie das so ist, wenn man wieder auf der Matte steht. War da nicht so schön, wie ich mir gedacht habe. Kondition war unglaublich schlecht, aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Ja, das ist doch schon mal etwas. Ich weiß gar nicht, Gerbo, was sind eigentlich deine Leidenschaften, wenn du nicht gerade auf der Bühne stehst oder Theater machst? Ja, rauchen hast du ja schon gesagt. Ja, wir waren eben beim Thema Zeitknappheit. Du musst jetzt überlegen, ich habe noch so und so viel Lebenszeit und da will ich unbedingt das und das noch machen. Nein, so überlege ich nicht. Ich habe beschlossen, als das mit dem Schlaganfall war, ich habe einen Umbauplan geschmiedet mit zwei Freundinnen für unsere Parterre. Nämlich, dass die Behinderten freundlich wird. Und dazu musste ich aber einen Bauantrag stellen beim Bauordnungsamt. Und ich überlege, ob ich nicht das nächste Stück über Bauordnungsamt mache. Nein, die sind sehr nett in Oberhausen beim Bauordnungsamt. Ich war ja persönlich da und habe mit dem Chef erstmal ein Selfie gemacht für seine Frau. Habe ich alles mitgemacht. Ich habe gedacht, ja, yeah, gewonnen. Aber das ändert an meinem Antrag, dass er jetzt da liegt, ändert das nichts. Also das dauert so unglaublich lange. Und, aber das musst du mal in Italien versuchen, das dauert aber noch länger. Noch in Italien länger. Gehst du doch nicht zum Bauordnungsamt, du baust einfach. Hallo. Und in Deutschland, die setzen Drohnen ein. Also, die haben jetzt auch die Drohnen entdeckt und überprüfen, wer irgendeinen verkackten Anbau für seine Kaninchen oder was gebaut hat. Und ich will nur ein bisschen so, das ist alles, aber es dauert halt. Und da wird meine Geduld arg strapaziert, weil ich würde jetzt gerne anfangen mit diesen Veränderungen. Mhm. Ja, was soll ich? Ich frage nicht nach Behinderten. Das Gespräch hat eine dramatische Wirkung. Ich dachte, Wendung. Wirkung auch. Ich dachte, wir reden über das heitere Leben. Jetzt bist du ja, das ist das heitere Leben. Wenn du mich fragst, was mache ich so außer. Es macht Spaß, so eine Wohnung, aus der du jetzt nicht plötzlich ausziehen musst, weil irgendjemand nicht mehr mit der ersten Etage zurechtkommt, die so zu verändern, dass es trotzdem eine geile Wohnung ist, aber alles ist praktisch. Allein das Nachdenken darüber hat sehr viel Spaß gemacht. Und sobald ich das Bauordnungsamt in Oberhausen in der Tasche hab. Geht's los. Ja. Das macht Spaß. Wenn es fertig ist, bring bitte Bilder mit und komm zurück.
Kommt zurück? Hierher. Ja, klar, mit Bildern aus meiner, ist klar. aus der behindertengerechten Wohnung. Ja, das mache ich. Gerbor, ich sage Frau Gott zu dir. Ich drücke die Daumen für die Premiere am 6. März im Eberbad in Oberhausen. 5. März. 5.? Ja, 5. Naja, der eine Tag ist egal. Viel Erfolg. Danke, dass du da bist. Giovanni, ich habe ihn vor 2 Jahren im Hörner Treff kennengelernt und habe gedacht, das ist ein Mann, der glücklich ist, dem alles gelingt. Du warst mit deiner Frau da, mit deiner sehr reizenden Frau, hast von der Familie geschwärmt, von allem Möglichen. Aber in Wirklichkeit hast du viele Jahre nach dem Ende von Broses, von dieser Gruppe, immer so deinen musikalischen Weg gesucht. Ja. Und den hast du jetzt gefunden und strahlst ohne Ende. Gott sei Dank, ja. Das hat 2005 war das mit Broses vorbei. Das war eine Castingband, eine der ersten Castingbands in Deutschland. Nach den No Angels waren wir die zweite Castingband. Und das war eine sehr erfolgreiche Zeit bis 2005. Und dann hat es jetzt wirklich bis 2019 in den Sommer gebraucht, bis ich jetzt wieder musikalisch da bin und mich wohlfühle, so wie ich das mag. Und die ersten 3 Jahre waren ganz schlimm, sag ich mal, 2005 bis 2008. Weil ich da gar nicht wusste, was ich mir anfangen soll. Also wirklich, weil ich, da war der ganze Halt weg, eben die Struktur, die um einen rum aufgebaut war. Ne? Das Management, die Plattenfirma. Man kriegt ja auch gesagt, was man machen soll. Ja, die ganze Zeit. Also wir hatten ein Schedule irgendwie, so einen Monatsplan, da stand irgendwie drin, pass auf, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die ganzen Flüge, wie viele Klamotten wir mitnehmen sollen, welche Klamotten. Wir hatten ja natürlich abgestimmte Outfits, weil wir ja eine Band waren. So, und dann musstest du eigentlich gar nicht, du musstest einfach nur marschieren. Und, habt ihr noch Kontakt? Ja. Also Ross Anthony war bei mir auch in der Band, bei Broses damals, mit ihm habe ich sehr viel Kontakt. Der wohnt gar nicht so weit weg von hier, auch in der Nähe von Köln. Wir sehen uns wirklich regelmäßig, nicht nur wegen dem Job, auch weil wir uns einfach privat sehr mögen. Unsere Lebenspartner lieben sich auch und ja, wir sind zwei Familien, die wirklich zusammengehören. Und auch mit den anderen ist es wirklich richtig gut. Also mit einem Kollegen, da hatte ich Funkstille 10 Jahre und das haben wir zum Glück auch beendet, diese Funkstille, und da haben wir uns auch wieder gefunden. Und das ist echt schön so. Diese Idee ist ja eigentlich ganz simpel. Ja? Ja. Deine Eltern sind Italiener. Du bist sozusagen mit einer Hälfte deines Seins bist du Italiener, mit der anderen bist du Deutscher. Ja. Sehr erfolgreiche Schlager, italienisch zu singen. Mhm. Italienisch klingt einfach besser. Also Bella, Bella, Bella klingt besser als Hölle, 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 ja, also, würde ich mal sagen. Genau mit diesem Song kamen wir auch drauf. Also ich hatte dem Christian Geller, meinem Produzenten, gesagt, ich möchte nicht einfach nur die nächste Platte machen. Ich habe 2011 ein Album gemacht und dann wirklich 8 Jahre gewartet, weil ich gesagt habe, einfach nur dem Druck, den viele Künstler haben, zu folgen, eine Platte nach der anderen machen zu müssen, damit niemand denkt, man ist verschwunden von der Bildfläche. Das möchte ich nicht. Ich wollte ein Album machen, was bedeutet, was meine beiden Wurzeln zusammenbringt. Italien und Deutschland. Und so ist diese Idee entstanden. Und es hört sich so an, wie der Titel ist. La vita è bella. La vita è bella. Das Leben ist schön. Wir gucken rein. Amore! Ihr habt mit deiner Frau gemeinsam, das musst du noch sein, du singst Italienisch, du singst Deutsch. Du hast eben das Stichwort Familie schon mal fallen lassen. Mhm. Deine Eltern, die nach Deutschland gekommen sind, haben wegen dir Deutschland verlassen, weil du, Fußballbegeisterung, als Jugendlicher beim AS Rom spielen solltest, in der Jugendmannschaft. Ja, ich habe damals in Baden-Württemberg gespielt. Beim SSV Reutlingen, beim VfB Stuttgart, und hat mich bei einem Turnier der AS Rom entdeckt. Und für meinen Papa war das eine willkommene Ausrede, weil die Gastarbeiter wollten ja irgendwann wieder zurück nach Italien. Nur als wir dann ein halbes Jahr in Rom waren, wollten wir unbedingt wieder zurück nach Hechingen, weil wir gesehen haben, dass die Dinge ja da auch einfach, dass wir erstens uns da einfach zu Hause fühlen, dass wir einfach jetzt mehr Deutsche als Italiener sind und dass auch die Dinge da, ein Wort ist ein Wort, Verbindlichkeit, ne? Wie du schon sagtest eben, die Italiener bauen da halt einfach, da wird kein Bauantrag gemacht. Und so ist es bei allen Dingen leider. Also es ist ein wunderschönes Land, aber es sind viele Dinge, die daneben gehen. Und wir haben einfach nach schneller, ja, kurzer Zeit einfach gemerkt, dass wir uns hier wohler fühlen und hier zu Hause fühlen. Und deine Fußballbegeisterung? Du warst am AS Rom. Ja, ich weiß, das war natürlich für mich nicht ohne. Also vor allem ist es mein Lieblingsverein, mein Herzensverein. Und dort zu spielen war natürlich ein Traum für mich. Und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland und dann ging es immer. Bist du bei Zündorf gelandet? Dann bin ich bei Zündorf bei den alten Herren gelandet. Schau mal an. Immer nur nach oben, die klarer Karriere. Weg. Immer nur nach oben. Aber ich meine, wenn man vergleicht Rom und Stuttgart, ist klar, dass dann geht man nach Stuttgart.
Ja, natürlich. Also, schönes Schwabenland-Lehre. Gottes beste Gabe ist der Schwabe. Ist halt so. Nein, ich habe mich in Hechingen unglaublich wohlgefühlt. Meine Eltern haben sich da kennengelernt. Meine Mama kam mit 8 Jahren nach Hechingen, mein Papa mit 13 Jahren. Dann haben sie sich irgendwann kennengelernt. Mein Papa auf der Bühne singend, meine Mama vor der Bühne, damals mit Benito. Die Geschichte muss ich jedes Mal von meinem Papa hören, dass sie mit Benito da noch Händchen gehalten hat. Und so haben die sich kennengelernt, wirklich. Und lieben gelernt dann am Ende auch. Und dann haben sie ihre Bambini da gemacht und da bin ich geboren. Da. Ein Hechinger. So einfach. Ein Hechinger. Ja. Aber es ist ja ganz interessant, dass dein Vater war auf der Bühne, hast du gesagt, aber du lebst eigentlich oder bringst das zum Erfolg, was dein Vater erträumt hat oder nicht machen konnte, weil deine Mutter gesagt hat, pass mal auf, singen ist ja schön, aber verkauf mal lieber Pizza. Ja, genau. Wir brauchen Kohle. Wortwörtlich, mit der Pizza war es auch so. Also meine Eltern, als sie sich kennengelernt haben, mein Papa noch in so einer Holzverarbeitungsfirma gearbeitet und hat auch wirklich immer schon, seit er nach Deutschland kam, mit 13 hat er schon seine erste Band gegründet. Hat eine Riesenliebe für die Musik gehabt, Gitarre gespielt, toller Sänger, sah mega smart aus, hatte echt eine gute Frise auch noch und so, die hat er heute nicht mehr, aber damals hat er einfach, der sah einfach wirklich unfassbar gut aus. Ist immer noch sehr, sehr geiler Typ einfach und er wollte einfach... Ihr seht euch ja auch sehr ähnlich. Das stimmt, Papa und ich, das stimmt, das hast du jetzt gesagt. Nein, Papa ist einfach der coolste Mensch auf der Welt, gemeinsam mit Adriano Celentano und Papa hat immer Musik gemacht, das war seine große Liebe und auch Platten aufgenommen und die an Plattenfirmen geschickt und es war damals natürlich viel, viel schwerer als heute. Heute irgendwie gehst du durch die Decke als YouTube-Sensation oder Instagram irgendwie und dann schauen die Plattenfirmen schon. Damals sind tausende Alben und Platten da angekommen bei den Plattenfirmen, die sind ungeöffnet wieder zurückgekommen. Und als es dann losging, dass dann Mamas Bauch wuchs, dann hat die Mama gesagt, pass mal auf Bruno, sing mal im Restaurante O Sole Mio, aber jetzt tun wir mal ein bisschen Pizza verkaufen, weil wir müssen Geld verdienen. Und für meinen Papa war das nie ein Problem, sich zurückzunehmen für die Familie. Und dafür liebe und schätze ich meine Eltern über alles, dass sie wirklich alles für uns tun und tun würden. Und jetzt, wo sie das Restaurant abgegeben haben und er mehr Zeit hat, jetzt ist er wieder unterwegs. Ich mache ein bisschen Musik bei Hochzeit, ich mache ein bisschen Musik bei Geburtstag, ich mache bei Firmenfeier. Der ist überall und macht so seine Auftritte. Und dann reden wir so auf Augenhöhe. Ja, aber deine Eltern sind auch wegen euch in die Nähe von Köln gezogen. Ja, das ist unglaublich. Damit ihr mehr beieinander seid. Die waren in Hechingen bis vor 8 Jahren. Also mein Papa war in Hechingen, ja, 50 Jahre war der in Hechingen. Es gibt keine Sendung, in der so oft das Wort Hechingen jetzt gefallen ist. Das stimmt. Also dieses Dorf wird jetzt über Nacht berühmt. Das stimmt. Also Hechingen ist wirklich wunderschön. Da steht auch die Burg Hohenzollern, falls Sie da mal vorbeischauen wollen. Nein, ich werde es nicht mehr sagen. Also in dieser schönen kleinen Stadt in Baden-Württemberg, da waren die 50 Jahre lang und dann kamen die wirklich vor 8 Jahren, damals gab es nur unseren Sohn, unsere Tochter gab es noch nicht und dann wollten die bei uns sein und ich habe die immer gebremst aus Angst, dass sie sich hier nicht wohlfühlen würden. Ich habe immer gesagt, Leute, ich dachte aus Angst, sie kommen jeden Abend. Nein, überhaupt nicht. Ich liebe es, meine Familie bei mir zu haben. Die sollen jeden Abend kommen. Und ich hatte wirklich Angst, dass die sich nicht wohlfühlen in so einer großen Stadt wie Köln. Millionenstadt, da kommen die aus dieser kleinen Stadt in Baden-Württemberg mit 20.000 Einwohnern und sollen dann auf einmal hier klarkommen. Und dann dachte ich, was ist, wenn ich einen Job bekomme, wenn ich weg muss, wenn ich auf einmal nach München ziehen muss oder wenn ich nur unterwegs bin. Und die kamen hierher und ab dem ersten Tag haben die gesagt, wir wollen einfach nur bei euch sein, alles ist gut und die fühlen sich wohl hier. Ich meine, wie kann man sich auch nicht hier wohlfühlen? Das ist ja die schönste Stadt Deutschlands. Ja, ist klar. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Sie würden da widersprechen, Frau Wilsen. Sie haben mal ein Nippes gedreht und dann erst, Gott, ist das hier hässlich. Habe ich das, ja? Ja, in einem Interview sagt man, gewöhnt sich dran. So ja, man gewöhnt sich dran, ja. Aber ich muss auch sagen, also ich habe mich schwer getan mit Köln. Ich verbringe hier sehr viel Zeit, weil hier viel gedreht wird. Aber Köln ist die einzige Stadt, in der mir passiert ist, dass mir ein Taxifahrer die Fahrt geschenkt hat. Und seit diesem Tag fühle ich mich hier auch sehr wohl, weil ich glaube, das passiert immer. Hat er geflirtet anders. Oder warum? Nee, ich glaube nicht. Der war im Stau und hatte schlechtes Gewissen. Das ist aber echt süß. Ja. Aber ich habe eine Berliner Kollegin von Ihnen mal, die hat mir eine Geschichte erzählt, die war hier in Köln und wollte einparken. Das ging nicht sofort. Und plötzlich standen 6 Leute ums Auto rum. Und jetzt ist die Berlinerin und hat gedacht, oh Gott, die machen mich jetzt zur Sau. Stattdessen haben 6 Leute versucht, ihr zu. Und andere hat gesagt, ich parke für sie ein. Das ist Köln. Und das war jetzt. Ja, das stimmt. Kein Sexismus. Es war reine Menschenfreundlichkeit, sage ich jetzt mal. Aber wenn du sagst, deine Mutter hat damals im Grunde genommen deinem Vater gesagt, wo es lang geht, ja, also jetzt mal. Kohle ran schaffen und nicht nur Musik machen und so. Wie ist es denn bei deiner Frau und dir? Genau gleich. Ja, bei uns zu Hause ist schon so, dass meine Mama ist
die ist wirklich Familienoberhaupt. Und bei uns zu Hause ist natürlich auch so, ich sag mal so, das Hosenbein eins, sie, ein Hosenbein ich, ein Hosenbein sie. Und ich darf schon auch entscheiden, nachdem sie entscheidet, wie wichtig die Entscheidungen sind, darf ich schon auch dann auch mal sagen, wenn ich was gut oder nicht so gut finde. Immerhin. Und, aber du hast ja eben gesagt, du hast ja auch irgendwie eine Durststrecke. Ich meine, ihr wart schon als Paar sehr prominent. Hm. Ihr habt ja auch euer Leben im Fernsehen präsentiert. Ja. Man sich ja auch erstmal trauen und sagen, das ist sinnvoll. Aber da du so ein Familienmensch bist, wolltest du wahrscheinlich nochmal Reklame für Familie machen. So ist es, macht Kinder. Nein, das war tatsächlich der Fall. Wir haben gesagt, irgendwie, wir wollen eine schöne Geschichte erzählen. In der Zeit, wo die Supernanny und der Schuldnerberater so gut funktioniert, kann man ruhig auch erzählen, dass es schön ist, eine Familie zu gründen und zu heiraten und Kinder zu bekommen. Und ohne natürlich im Fernsehen alles zu zeigen. Das ist natürlich nicht der Sinn dahinter. Aber das war ja auch in der Phase, wo du sagst, dass du noch gesucht hast und eigentlich auch frustriert warst. Wie hat deine Frau dich unterstützt? Ohne meine Frau wäre das sicherlich nicht so gut gegangen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich 2005 bis 2008 war die schwerste Zeit, muss ich sagen. Da war wirklich wenig los bei mir. Und aus dieser Maschinerie zu kommen, wie Bros ist, wo du dann große Tourneen machst und den Bambi gewinnst und den Echo und den Otto und alles. Und dann auf einmal nicht mal mehr eine Nummer hast, die du anrufen kannst, wo du sagst, pass auf, der kann mir jetzt aber helfen, weil ich überhaupt nicht an das Netzwerken dachte in der Zeit, wo es so gut lief. Weil ich dachte, es geht ja ewig so weiter. Wenn ich da ohne meine Frau gewesen wäre, die hat mir... Man ist nicht immer das Feuer selbst, das brennt. Das ist völliger Blödsinn. Man sagt ja immer diesen Spruch, ja, du musst das Feuer sein, das brennt, um alle anzuzünden. Wenn du selbst nicht brennst, wie willst du die anderen anzünden? Manchmal muss man auch einen Schubs kriegen und jemanden hinter sich haben, der sagt, jetzt mach weiter, du bist gut und glaub an dich. Und das war sie immer. Und ohne sie würde ich heute nicht hier sitzen bei dir wahrscheinlich. Mhm. Deine. Deine Frau Janaína ist gebürtige Brasilianerin. Eure Kinder erzählt ihr dreisprachig? Ja. Kommen die nicht durcheinander? Nee, also mein Sohn, der ist 11, der spricht Italienisch, Portugiesisch und Deutsch. Meine Tochter, die ist 7, die hat irgendwann verstanden, dass ich auch Deutsch spreche. Mein Sohn konnte ich länger an der Nase rumführen. Dann sagt sie, nee, Papa, ich verstehe dich nicht, red Deutsch. Die ist eiskalt. Aber die sprechen beide fließend Portugiesisch, weil meine Schwiegermama, wenn sie hier bei uns zu Besuch ist, die spricht nur Portugiesisch und sie ist sehr oft zu Besuch. Und daher sprechen die Kinder wirklich sehr, sehr gut Portugiesisch, wirklich fließend und Deutsch natürlich auch und Italienisch auch. Also mein Sohn spricht super Italienisch, meine Tochter ganz gut. Und ich finde es schön, dass die machen das wirklich spielend, die machen das total gerne. Was machen deine Kinder, wenn sie dich auf der Bühne oder im Fernsehen sehen? Die sind stolz auf Papa, sehr stolz. Und die wissen auch, wie wichtig dieses Album für mich war. Und die sagen auch, boah, Papa, ey, du gehst voll ab gerade, ne? Die sind voll. Und dann kommt meine Mutter und sagt, Papa, die Isabel will ein Autogramm für ihre Oma von dir haben. Ja, das machen wir. Dann machen wir ein schönes Album fertig. Die kommen jetzt immer mit Bestellungen in der Schule. Dann machen wir die in den Schulranzen, 3 Alben, 2 Fanboxen, 4 Autogramme plus Brotdose und los geht's. Ja, das ist wichtig. Und wenn du deiner Familie was Gutes tun willst, packst du deine Frau und deine Kinder ein, am besten noch die Eltern, und ihr fahrt einmal nach Hechingen. So ist es. Und dann sagst du, so schön ist Hechingen. Ja, so ist es. Ab und zu mal einen kleinen Ausflug nach Hechingen schadet nicht. Was ich sagen wollte, ist, die Kinder, die sehen auch, dass es mir gut geht, weil zum gesamten Glück gehört das einfach dazu. Also nicht nur, ich versuche natürlich, der beste Vater der Welt zu sein und der beste Ehemann und der beste Sohn für meine Eltern und der beste Bruder für meine Eltern. Das ist aber sehr anstrengend, das alles zu schaffen. Absolut. Ja, und die berufen sich auch alle darauf, dass ich das bin. Aber trotzdem hat jeder für sich auch sein Ding, wo er sagt, das will ich machen. Und das ist bei mir immer die Musik gewesen. Und da muss man einfach dann weitermachen. Und wenn die Menschen dann drumherum sehen, boah, das läuft gerade bei dem, das geht auf, alles das, wofür er gekämpft hat, dann freuen die sich für einen. Und das ist so ein Gefühl, man hat es gemeinsam geschafft. Und das ist unglaublich. Das Strahlen ist berechtigt. Giovanni Zarrella. Grazie. Danke, dass du da bist. Grüß deine Familie. Auch in Hechingen. Ja. Natürlich. Ich habe das vorhin schon gesagt, liebe Lavinia Wilson, und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute Abend hier sind, zum ersten Mal im Kölner Treff. Dieser Film allein, den ich vor ungefähr 15 Jahren gesehen habe, da gab es eine Kritik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da hat der Kritiker, und die sind ja sehr kritisch, von einem Schauspielwunder gesprochen.
und von einer Sensation. Das war also durchschlagend. Und dann Jahre später, also viele Rollen gespielt. Der Regisseur hieß Thomas Durchschlag. Bitte was? Der Regisseur hieß Thomas Durchschlag. Auch noch. Das passte ja dann. Und dann ich mache einen Sprung, Schoßgebete von Charlotte Roach. Bekannt sind eigentlich dafür, dass sie in ihren Rollen wirklich an Grenzen gehen und alles geben. Übrigens auch körperlich alles geben. Das waren ja Herausforderungen. Das muss man sich auch als Schauspielerin trauen. Was ist Ihnen unangenehmer, wenn Ihre Eltern Sie dann so sich verausgabend auf der Leinwand sehen oder Ihr Mann? Geht es Ihnen jetzt nur ums Ausziehen? Oder? Nee, nicht nur okay, ums Ausziehen, also, sondern eine Person, die so über ihre Grenzen geht und sich sozusagen, die sich verausgabt, im wahrsten Sinne des Wortes, was man im normalen Leben eigentlich nicht tut. Ja, deswegen mache ich das ja im Film. Und naja, unangenehm, also wenn mir das wirklich unangenehm wäre jetzt meinen Eltern gegenüber oder meinem Mann, würde ich das, glaube ich, nicht machen. Und ich kann immer nur sagen, dass es mir viel peinlicher ist, wenn ich merke, ich spiele schlecht, als wenn jemand meinen Po sieht. Der ist mir jetzt nicht peinlich. Und ich glaube, es gab mal eine Situation, da haben mir meine Eltern leid getan, da lief ein Film auf dem Filmfestival in Locarno und da war eine sehr lange Einstellung, nachdem ich gestorben war. Als Leiche geschminkt irgendwie. Mhm. Und ich glaube, das hat ihnen mehr eingefahren, als sie erwartet hatten. Und danach ging es ihnen auch nicht gut. Und das hat mir auch dann leid getan, dass ich sie nicht vorgewarnt habe. Aber letztlich ist es genau das, warum ich diesen Beruf mache, auch Grenzen auszutesten. Und ich glaube, die kommen da schon irgendwie klar mit. Das wollen wir hoffen. Das sind ja sehr kluge Leute. Ja, ich glaube schon. Ihr Vater ist gebürtig, also war Anthropologe, also in dem Beruf arbeitet er nicht mehr, und ihre Mutter Politikwissenschaftlerin. Ja. Aber Geld gemacht haben sie am Ende mit einer Internetfirma. Ja, ne? Ja. Glücklicherweise. Ja, zum Glück. Damit verdient man mehr als mit Anthropologie. Ja, allerdings. Liegt auf der Hand. Ja. Und trotzdem haben Sie, obwohl Sie ja nun wahrlich gut im Geschäft sind und über den grünen Klee gelobt worden sind im Laufe der Jahre, Sie haben zur Zeit übrigens, als Schoßgebete gedreht, beziehungsweise gedreht wurde und lief, Sie haben ein Studium noch angefangen, nämlich ein Studium der Philosophie. Ich habe es sogar beendet. Ja, mit einer Magisterarbeit über Heidegger. Da war Heidegger und Derrida im Vergleich, ja, genau. Ja, ich habe das früh angefangen, schon mit Anfang 20. Es war auch schon so klar, ich bin über den grünen Klee gelobt worden. Und oft war es aber auch dann so, dass man viele Preise gewinnt und dann passiert auch längere Zeit nichts, wie du auch erzählt hast. Und das ist das eine, wo ich dachte, ich brauche was, um irgendwie noch mein Hirn nicht einschlafen zu lassen. Und gleichzeitig ist ja auch, das wissen wir, glaube ich, alle im Fernsehen schon auch viel Oberfläche. Und ich habe mich danach gesehnt, noch andere Dinge zu suchen und habe einfach Antworten gesucht. Ich habe eigentlich nur Fragen gefunden. Und trotzdem will ich keinen Tag dieses Studiums missen. Wie haben Sie sich gefühlt als Studentin? Sie haben ja einen öffentlichen Beruf und dann ist man ja doch nun sehr alleine, wenn man sozusagen sich durchbüffelt und versucht, in eine bestimmte komplizierte Gedankenwelt einzudringen. Ja, ich habe mich oft sehr dumm gefühlt. Und gleichzeitig war das eigentlich der Kontrast, den ich gesucht habe. So, dass ich da mich auch manchmal zwingen muss, diese Texte zu durchdringen. Und ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, ich finde, es kann nie schaden, irgendwie ein bisschen sein Hirn zum Laufen zu bringen. Ja, wir reden ja so viel über Selbstoptimierung, aber relativ selten ist das Gehirn gemeint, ne? Stimmt, das wäre gar nicht so schlecht, ne? Wobei, es gibt doch Gedankenjogging und so, dieses Joggingstraining, gibt es nicht sowas? Ja, aber das ist dann, glaube ich, eher Gedächtnistraining, dass man nicht irgendwie zu früh Alzheimer bekommt oder irgend sowas in der Art. Das ist ja auch eine Form. Aber Sie haben ja wahrscheinlich von Ihren Eltern, die als Akademiker Sie erzogen haben, was mitbekommen auch. Waren Ihre Eltern irgendwie irritiert, dass Sie in die Schauspielkunst wollten? Ich habe so früh angefangen. Ich habe mit 11 Jahren angefangen und die fanden das immer eigentlich, die haben das nicht besonders forciert, aber haben es auch nicht verboten und dachten, ja, wenn die das machen will, dann ist es halt irgendwie ihr Ding. Die haben mich da recht frei rangehen lassen. Und ja, ich glaube, die sind jetzt schon irgendwie stolz drauf. Was ist das Wichtigste, was Ihre Eltern Ihnen mitgegeben haben? Bücher lesen. Aha. Und Großzügigkeit. Das Beste, was man haben kann, in jeder Beziehung, Großzügigkeit. Ist nämlich da auch so, dass es einen sehr engen Familienzusammenhalt gibt, wie auch hier bei Giovanni. Das ist mir eben so aufgefallen, als er erzählt hat, weil ich so mich gefragt habe. Und dann habe ich gelesen, dass Ihre Eltern Sie auch sehr stark unterstützen. Würden Sie sagen, sind ein Familienmensch?
Naja, ich habe zu Hause 3 Kinder. Ja. Also ich glaube, dann bleibt mir nicht viel anderes übrig. Ja, aber mit Eltern und Familie, das ist dann auch eine größere, muss man sagen. Ja. Nee, also ich glaube, also wobei ich sagen muss, dass es gab schon diesen klassischen Loslösungsprozess, glaube ich, von 20 bis 30 hatte ich mit meinen Eltern wenig zu tun. Und jetzt, seitdem sie Großeltern geworden sind, auch wenn man natürlich die Betreuungsangebote sehr dankend annimmt, ist es so, dass wir schon einen sehr engen Familienzusammenhalt haben und auch zusammen in die Ferien fahren und so. Bei allem Lob auf die Familie, wann geht Ihnen das Muttersein auch mal auf die Nerven? Ich habe jetzt zum Glück einen Job, wo ich oft weg kann. Okay. Sind Sie auch mit einem Schauspieler verheiratet? Wir waren mit Schurat. Wie läuft das zu Hause? Haushalt, Kinder, ist es halbe-halbe? Oder würden Sie sagen, ich muss darum immer auch schon ein bisschen kämpfen, dass er auch so viel macht? Nee, ich würde mal sagen 60-40 und ich habe 40. Wow. Oh, das haben Sie aber gut hingekriegt. Keine Ahnung. Ich. Dabei, wir haben ein Foto aus früheren Zeiten, als Sie Ihren Mann kennenlernten, sind Sie eine ganze Weile mit einem riesen Bus durch Europa getourt. Also ich würde mal sagen, so, das ist doch wohl ein klasse Foto. Ich weiß nicht, wer da besser aussieht, der Bus oder Sie. Sensationell. Ne, Germani, das ist doch sensationell. Ja. War das so die wilde Zeit in Ihrem Leben? Ich finde es jetzt mit 3 Kindern zu Hause wilder. Also danach, das ist eine Entspannung und eine Ruhe, nach der ich mich jetzt manchmal sehne. Die Freiheit? Ja, auch. Dabei haben Sie Ihren Mann kennengelernt in einem Film als Kollegen, der Sie erstmal vergewaltigt hat. Das, ja, so kann es gehen. Das ist ja ein schönes Kennenlernen. Und das war relativ früh. Sie waren erst 20. 19 oder 20 oder sonst irgendwas. Aber es hat ja gefunkt. Dieser Beruf, von dem Sie eben gesagt haben, dass Sie die Grenzen ausloten können und jetzt sagen, ich bin 40% zu Hause und so weg. Es gibt Schauspieler, die legen ihre Rollen abends ab und es gibt Schauspieler, die werden von ihren Rollen oder die schleppen ihre Rollen mit. Kann man das machen in Ihrem Fall oder gelingt es Ihnen immer auch extreme Rollen abzulegen? Anders wäre es, glaube ich, nicht möglich. Doch, das gelingt mir ganz gut, ja. Keine Ahnung, wie ich das mache, das passiert dann irgendwie. Spätestens, wenn ich eine Windel wechseln muss. In dem Film, der jetzt anläuft, Enkel für Anfänger, der wunderbar besetzt ist, unter anderem auch mit Ihnen, mit Maren Krömer, mit Hannah Lauter, mit Barbara Sukowa, sind Sie eine, so eine hyperaktive Mutter. Mhm. Und das macht dann mal Spaß zu gucken, weil Sie hatten eigentlich immer so ein bisschen Probleme. Sie waren dann so gut in den Rollen, wo Sie über Grenzen gehen, dass Sie nur in diesen extremen Rollen erstmal gewollt wurden. Mhm. Aber Sie machen wahnsinnig gerne Komödie. Und hier diese Szene beispielsweise ist Beispiel dafür. Ja. Ich bin so dankbar, dass Sie da sind. Ich muss aufpassen, dass ich nicht kniefällig werde. Wir haben es mit einem Au-pair probiert, aber Ines und Yannick hatten so ein paar Zusammenstöße. Also keine psychischen Zusammenstöße, sondern richtig physisch. Und nach dem letzten Mal Krankenhaus ist sie gar nicht mehr zurückgekommen. Mach's mal auf! Entschuldigung. Ich mache viel auf Messen, deswegen bin ich oft am Stück unterwegs. Abends mehrere Tage. Und dann das alles hier managen. Aber keine Angst, Sie sollen jetzt nicht unsere Allzweckwaffe werden. Danke. Ja, aufs Trampolin, kommst du mit? Ja, aber das bleibt hier, mein Schatz. Sehr lebhaft. Lebhaft, ja, wie man meinungsstark sagt zu Sturköpfen oder zu Säufern, sie seien gesellig. Nichts passiert. Ab dem 6. Februar im Kino. Ich habe gelesen, dass Sie die Bewegung Fridays for Future in der Form unterstützen, dass Sie selber mit auf der Demo waren. Ja, selbstverständlich. Ja, schön, dass Sie das so sagen. Ja. Wann haben Sie angefangen, sich für die Umwelt zu engagieren? Wann ist das Bewusstsein gekommen? Früh. Ich habe schon in der Schule die Umweltclubs gegründet und bin dafür ausgelacht worden. Und habe mich als 14-Jährige an den Kaffeeautomaten gestellt und den Großen gesagt, dass sie doch bitte ihre Tassen mitbringen sollen und so. Und das war natürlich überhaupt nicht cool damals. Und es erfüllt mich jetzt mit größter Freude, dass es jetzt endlich anscheinend durchdringt. Sie waren Ihrer Zeit gewissermaßen voraus. Jetzt sind Ihre Kinder noch nicht relativ... Da waren einige andere mit mir auch voraus, ja. Ja, sie sind aber noch relativ klein, die Kinder. Ja. Gehen Sie denen jetzt schon auf die Nerven mit Ihrem korrekten Verhalten? Ob ich meinen Kindern mit meinem korrekten... Nee, die sind viel strenger. Ja. Die werden, also mittlerweile sind die echt so, dass die nach Hause kommen und sagen, nee, das geht nicht, weil das ist Umweltverschmutzung. Die haben dann manchmal komische Vorstellungen, man darf dann nicht Fahrstuhl fahren oder so, aber ja. Und Ihr Mann? Ja. Bringt die Familie nicht durcheinander? Nee.
Nee. Aber woher kam das? Muss man aushalten können. Ich habe daran, als ich 16 war, habe ich ein Buch gelesen. Da ging es auch um amerikanische Autos und die Katalysatoren, die es damals schon in Amerika gab. Ja, das ist ja mal interessant. Das war das erste Mal, dass ich kapiert habe, Autos machen einfach machen Spaß, aber auch wahnsinnig viel Dreck. Ja. Wie kam das bei Ihnen? Dass ich gecheckt habe, dass Autos Dreck machen? Nee, das Bewusstsein dafür, dass man was tun muss. Komischerweise war das irgendwie schon immer da. Also es war für mich keine Frage, es musste man mir, glaube ich, weiß nicht, wer mir das erklärt hat, aber ich fand es so offensichtlich, dass da was schief läuft. Es liegt wahrscheinlich auch am Elternhaus oder an der Schule, in der ich war. Es war immer schon Thema. Ich bin mal sehr gespannt, weil mit Richard David Precht gleich darüber reden, in welcher Zeit wir leben und was so alles auf uns zukommt. Aber erstmal vielen Dank, Frau Wilsen. Lavinia Wilsen, dass Sie hier sind im Kölner Treff. Alles Gute. Kempermann. Viele Mädchen träumen auch heute noch davon, Prinzessin zu werden. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist so. Viele Mädchen aus dem Rheinland träumen heute noch davon, Funke-Mariechen zu werden. Ja. Wie war das denn? Das stimmt. Ja, wie war das denn bei dir so? Nee, Funke-Mariechen wollte ich nie werden. Aber ich war, glaube ich, auch nie ein typisches Mädchen. Deswegen kam dieser Wunsch auch nie auf. Wie warst du als Kind, wenn du sagst, du warst kein typisches Mädchen? Ja, ich war immer am Bolzplatz mit den Jungs. Und ich habe tatsächlich auch Fußball gespielt in der Mannschaft, bis zur F-Jugend, glaube ich, damals. Weil dann wurden wir mal getrennt. Dann durften die Mädchen nicht mehr mit den Jungs spielen. Und ich erinnere mich an ein Fußballturnier im schönen Gustorf. Da hat einer der Jungs auch geweint, weil ich Torschützenkönigin geworden bin. Super. Mit dem Jungen war ich später auch in der Schule. Der hat mich für den Rest der Schulzeit auch gehasst. Aber ich habe halt selten Mädchendinge gemacht. So, richtig. Du hast ja heute auch noch ein Moped. Bitte? Du hast ja heute noch ein Moped. Ja, richtig. Und du schraubst auch. Ja, also da brauche ich immer ein bisschen Unterstützung. Ich habe einen Kollegen aus der Band, der ist da Pro. Der hilft immer noch ein bisschen, weil so ein bisschen ungeschickt bin ich schon. Aber ich lerne immer mehr über dieses Moped. Aber sich als Frau im Karneval durchzusetzen, jetzt kommen wir zur Musik, was du machst, hauptberuflich eben mit deiner Gruppe, mit Campus Finest, das ist auch heute nicht ganz so einfach. Wie ergattert man sich im Grunde um einen der vorderen Plätze? Ich finde nur, wir haben das Mariechenband, den haben wir in Köln, wir haben Plaisir und dann seid ihr da mit einer Frau, die auch so singt. Mhm. Welche Tricks braucht man, um ganz nach vorne zu kommen? Ich glaube, Authentizität ist das Wichtigste. Also gerade in dieser männerdominierten Szene muss man als Frau Ellbogen haben und man muss zu sich selbst stehen und sich nicht den Männern unterordnen, sondern ich versuche denen halt die Stirn zu bieten. Und ich glaube, das wissen die Kollegen auch. Also die treffen mich gern, wissen aber auch, dass sie hier und da einen Spruch von mir kassieren. Ihr habt einen Durchbruch schon gehabt. Ihr habt ein Lied, was super läuft. Wir gucken gleich mal in die Mats. Das geht ab wie sonst irgendwas. Wenn du nicht tanzen kannst, wenn ich das richtig ausspreche. So, nicht, ja? Genau, da fehlt das nicht. Wenn du nicht tanzen kannst. Ja, danke schön. Ja, Entschuldigung, da haben wir eben schon was. Ich bin ja nicht, die kölsche Sprache ist, ja. Ich bin ja nicht aus, aber sich zu entscheiden, auf Kölsch zu singen, das schränkt doch eigentlich erst mal ein. Ich meine, abgesehen von BAP, die den absoluten Durchmarsch gemacht haben, ja. Dann haben die sich so regional verankert. Was wollen zum Beispiel die Menschen in Hechingen? Zum Beispiel? Ja, aber die feiern wahrscheinlich auch deine italienische Musik, jetzt zu verstehen kein Wort. Also, so ist es. Von daher, genau. Deswegen, ich glaube, es ist kein Einschränken, ja. Weil musikalisch hat man zum Glück mittlerweile auch in der kölschen Musik alles offen. Also man kann vom kölschen Jazz bis hin zum kölschen Latin alles machen. Das probieren wir tatsächlich auch. Also wir sind da sehr heiß drauf, uns in allem auszuprobieren. Und gerade deswegen ist die Sprache nicht das, was einschränkt, glaube ich. Wie man macht das, was wir jetzt sehen und hören, Spaß. Campus Finest. Den wir nachher noch hören, live. Gegen Ende der Sendung. Irgendwann kam der Punkt, wie auch bei dir, Giovanni, zu sagen, so, das ist jetzt mein Weg, die Musik auch hauptberuflich. Ja? Und bei dir war es auch so, du hast einen hohen Preis dafür bezahlt. Der Hund musste weg. Ja, leider. Also was heißt, der musste weg? Der lebt jetzt
todesglücklich bei meinen Eltern auf einem schönen Dorf oder jeden Tag raus in den Garten laufen kann und nicht in einer 25 Quadratmeter Wohnung in Ihrefeld. Also das geht ihm jetzt nicht schlechter dadurch, nur mir halt ein bisschen. Ja, aber stattdessen hast du drei Meerschweinchen. Das ist mir nur wirklich ein Rätsel, aber egal jetzt. Die drei Fragezeichen. Aber wie anstrengend, also ihr habt jetzt in der Zeit bis zu Aschermittwoch, also in der Hauptsession, habt ihr 130 Auftritte. Heute waren es schon zwei und heute Abend kommt noch einer ganz spät in Strahlen, muss man auch noch hin. Aber das ist noch ein entspannter Tag, ne? Also morgen haben wir 7, glaube ich. Und wie wir fast laufen, sind es 12. Ja, das fängt ja doch noch früh an. Ja, richtig. Da sind wir auch dann früh fertig. Also so. Aber das, was du mit stimmt. Was du mit Leidenschaft machst, ist auch verdammt anstrengend. Und im vergangenen Jahr war mal Feierabend. Ja, tatsächlich. Ist der Karneval, also gerade in so kurzer Zeit, so viele Auftritte, das macht man nicht mal so eben mit. Also ich habe auch nicht die gesündeste Lebensart. Also Kölsch wird halt überall angeboten. Man kommt auf eine Sitzung, das Erste, was man kriegt, ist eine Mettbrötchen und eine Kölsch. Da lebt man dann quasi so drei Monate von. Ich habe geraucht wie ein Schlot. Das habe ich jetzt tatsächlich letztes Jahr dann dran gegeben. Und ja, es hat mich dahin gerafft. Ich hatte eine bakterielle Entzündung im Körper, einen Entzündungswert. Die Jungs haben mich an einem Sonntag nach dem ersten Gig, wir hatten am Tag vorher, glaube ich, 5, 6, 7 Gigs gespielt. Ich habe die Nacht durch schon Schmerzmittel genommen. Sonntagsmorgens der erste Gig. Und dann war ich in der Uniklinik, weil ich konnte nicht mehr. Ich habe geheult vor Schmerzen und die haben mich nur angeguckt und gefragt, wie ich überhaupt noch stehen kann. Ich hatte einen Entzündungswert von 240 im Blut. Da haben die gesagt, da liegen die Leute eigentlich auf der Intensivstation. Und ich saß dann in meinem kurzen Höschen, mein Zöpfchen so gerade aus dem Zelt von der Karnevalssitzung. Ja, ich müsste mal kurz gucken, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja, und aber dann, ich muss weiter und zwar schnell. Richtig, und dann war halt vorbei. Die Jungs mit besorgter Miene alle drumherum und dann hieß es erstmal, Sie müssen hier bleiben. Und dann ist aber was ganz Rührendes passiert. Das ist jetzt wieder eine Geschichte, wo gleich Giovanni weinen wird. Ja. Weil dein Vater, der tatsächlich auch Musik gemacht hat früher in Köln und heute auch noch, aber nur so ein bisschen, der ist eingesprungen für dich. Ja. Ist das geil. Und es war wirklich geil. Also anders kann man das nicht beschreiben. Natürlich, wir alle leben von dieser Musik und jeder Auftritt, der wegfällt, heißt für uns, die Gage fällt weg. Mhm. Wir hatten an dem Sonntag schon 5 Gigs, die ausgefallen sind. Und die Jungs, was sollen wir machen? Dann haben wir überlegt, sollen wir eine Ersatzsängerin nehmen? Und auf einmal sagte dann unser Schlagzeuger, der Viktor, was ist denn mit dem Campus? Daher kommt ja auch der Bandname. Mein Vater ist besagter Campus. Und dann haben die den gefragt und er sagte so, ja, gucken wir mal. Und er hat es dann tatsächlich gemacht, hat auch unsere Songs gesungen, hat auf der Bühne versucht, meine Tanzmoves zu imitieren. Mit Zöpfen? Nee, das nicht. Aber die beste Story war eigentlich, er hatte seinen ersten Auftritt dann am Mittwoch vor Viva Fastelovend in der Halle Tor 2 zum Weibertanz. Also eine komplette Halle voll nur mit Weibern. Und er sagte schon so, als ob die Bock haben, die wollen eine junge, frische Band, da komme ich da als aller Mann auf die Bühne. Aber der Moderator hatte das super gelöst, hat den total charmant angesagt. Und mein Vater kam wirklich auf diese Bühne getapst und sagt so, hallo, ich bin der Papa. Und dieser ganze Saal nur so ausgerastet. Und das Allerschlimmste, in diesen Applaus rein sagte er noch, und bald Opa. Und alle wussten nur, ich bin im Krankenhaus. Und alle so, was, die ist schwanger? Nee, es war meine Schwester. Aber der wollte das unbedingt der Welt mitteilen. Diese ganze Halle so. Ja, du hast selber gesagt, du trinkst dann gerne mal einen Kölsch. Andere machen das ja nicht. Die sind ja ganz konsequent, die Karnevalsbands. Die trinken dann überhaupt gar nicht diese Zeit. Die machen die Fastenzeit sozusagen vorher. Ja. Ja. Und Rauchen hast du aufgehört. Und ja. Du bist, das muss ich jetzt immer, ich will nicht indiskret sein, aber du singst auch einen Titel darüber, dass du mit 30 noch Single bist. Wie konnte das passieren im Karneval? Ja, stimmt, klar. Ja, da lernt man ja schnell mal jemanden kennen. Ah. Nee, aber gerade als Frau auf der Bühne bin ich natürlich ein kleines Einhorn. Ne? Also es gibt halt nicht viele, also klar, die Funke-Mariechen, aber die haben ja auch kein Mikrofon und nicht die Möglichkeit, den Männern da auch mal kurz ihre Meinung auf den Tisch zu knallen. Und ich glaube, ich mache, also im Karneval werde ich, glaube ich, selten, also werde ich, glaube ich, keinen finden. Die haben alle Angst vor mir, glaube ich. Wie würdest du dich als Typ auf der Bühne beschreiben? Ich habe dich noch nicht auf der Bühne gesehen, ich kenne nur die Musik. Ja, wie würde ich mich beschreiben? Ich habe sehr viel Spaß. In den Moderationen heißt es oft, ich bin eine Rampensau. Sagen wir mal so.
das trifft's auch, glaube ich. Also ich bewege mich sehr viel. Dann haben Männer schon Angst? Ich hüpfe rum. Ja, ja. Also was heißt, meine Moderationen sind halt auch sehr deutlich. Unsere Songs sind sehr deutlich. Wir spielen viele Herrensitzungen. Ich weiß nicht, ob das Publikum sich mit sowas auskennt. Das ist dann mal so eine sonntags morgens um 11. So ein Saal, wo sich die Männer schon jeder ein Fässchen Kölsch reingeknallt haben. Zwischen den Auftritten kommt dann gerne auch noch ein Nummerngirl. Die haben dann nicht so viel an und zeigen die nächste Nummer an. Und dann komm halt ich. Und dann hat man natürlich ganz oft so Männer da sitzen, die beim Einmal schon so ausziehen, ausziehen, ne? Und wenn ich dann auf der Bühne sitze, sage ich dann immer so, okay, Freunde, das wollt ihr gar nicht sehen. Jetzt mal ernsthaft. Habt ihr das Nummerngirl gesehen? Das wollt ihr nicht auch noch so nackt sehen? Auf gar keinen Fall. Dann ex ich ein Bier und dann sind wir alle Freunde. Weißt du, wir haben ja heute eine Runde, die besteht nicht nur aus Menschen aus Hechingen, sondern aus Berliner beispielsweise, Ruhrgebiet. Herr Brecht ist, glaube ich, von nirgendwo, der guckt so ernst, aber egal. ja, ich weiß ja, ist ja jetzt Düsseldorf, weiß ich ja. Aber macht Ihnen Karneval Angst, wenn Sie das hören? Ich bin erstmal überfordert mit den ganzen Fachbegriffen. Ich komme da überhaupt nicht mit, ehrlich gesagt. Fachbegriffe, Herrensitzung? Nein, Herrensitzung kann ich mir noch irgendwie vorstellen, aber diese kölschen Einwürfe, wir können es nachher vielleicht noch übersetzen für mich. Das ich sehr gerne, ja. Bei einem Kölsch. Aber ich habe keine Angst, weil ich bin mal aus Versehen im Karneval gelandet. Das war eine nette Überforderung. Das sind aber komische Voraussetzungen. Aber ich habe öfter schon Karneval gespielt. Aber im Sommer. Also so nachgestellt in der Kneipe. Das ist ja ein Albtraum. Das macht Spaß. Das möchte ich auch bitte nicht sehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, das geht. Ich schwöre dir, das geht. Okay. Herr Machten, sind Sie Karnevalist ganz heimlich, tief im Innern? Bitte? Ich wollte Sie nicht erschrecken, ob Sie tief im Innern etwas Karnevalistisches in sich spüren, was rauskommt, wenn Sie gerade zuhören. Karneval? Ja. Keine Ahnung, den gibt's bei uns ja nicht. Ja, ja, das ist das Problem. In Berlin wird das nicht gefeiert, oder? Es gibt jetzt Fasching. Ja, Fasching gibt es irgendwie. Kinder verkleiden sich. Ist das, wa? Ja, nee, das ist schon auch jetzt. Ach, ist das nicht der 11.11.? Der ist völlig draußen. Ja. Der ist vollkommen draußen, muss man sagen. Aber Niki, da ist Potenzial, glaube ich. Definitiv. Also das sind Menschen, die kriege ich auch. Ich kriege sie alle. Ja. Ich kriege sie alle. Kriegst du alle? Wir trinken ein Bier auf Ex und dann kriege ich sie alle. Gerbo, ich schaue zu dir. Karneval? Karneval, ja. Ja. Ich bin das letzte Mal, habe ich mich verkleidet mit 13. Ja, nun. Ja, das war toll. Da bin ich gegangen als zwei Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Bananen. Einige werden das Lied noch kennen. Das Lied da, nachgestellt. Ich hatte dann auch zwei Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Bananen. Und ansonsten sehr wenig anders. Nimmt man mit 13 ja noch nicht so ernst. Und das hat mir Spaß gemacht. Aber danach hatte ich andere Interessen. Außerdem, wenn du erzählst, also das ist ja der härteste Job überhaupt. Ja, ist hart. Ich meine, wie willst du überhaupt einen Kerl kennenlernen, wenn du 7, 12 Auftritte am Tag dann... Du rast ja da durch und musst... Ja, in der Zeit sowieso nicht. Also das Schöne ist ja, halt... Danach will man die ja auch nicht mehr, oder? Und, ja. Man muss ja dazu sagen, du bist ja eigentlich sehr sportlich und neuerdings hast du dich mit Kickboxen versucht. Da kriegen ja manche Männer auch Angst, wenn ihr auch noch Kickboxen macht. Kommt wahrscheinlich auch noch dazu, ja. Ja, aber da sind wir auch wieder bei dem Thema, dass ich halt nicht so gerne Mädchensachen mache, ne? Meine Schwester hat eine Boxschule eröffnet und gesagt, komm noch mal vorbei, guck dir das an. Und es macht tierisch Spaß, wirklich, auch gegen den Sandsack zu prügeln und so. Das kommt natürlich im Moment auch wieder ein bisschen zu kurz. In der Session hüpfe ich genug rum, da muss ich mich nicht auch noch in eine Turnhalle stellen und so. Aber das ist halt auch, ja, eher eine derbe Sportart, klar. Natürlich. Ja, ich meine, was sind denn so richtige Mädchensportarten? Tennis? Ist Tennis eine Mädchensportart? Nee. Ballett. Ja, gut. Dann hätte ich auf Funke mal richtig werden können. Also, nee. Shoppen. Wobei, das mache ich auch lieber online, das ist viel praktischer. Ich meine, sie hatte auch 4 Jungs um sich rum. Ja. Das ist auch, dann ist man, sind doch viele Sachen auch schon in Ordnung. Die wir gleich hören werden. Wir freuen uns auf Kempermann. Die tragen mich auch auf Händen. Ja, guck. Manchmal. Niki Kempermann. Danke. Bis gleich. Dankeschön. Manche Zuschauer werden erstaunt sein, lieber Florian Martens, dass Sie heute keine Wollmütze aufhaben. Denn das ist das Markenzeichen in ein starkes Team seit vielen, vielen Jahren. Weil es oben sonst zu kalt ist oder warum eigentlich?
Im starken Team ist es einfach ein Kostümteil und privat trage ich die hoch, sonst ist mir sonst friere ich auf meinem Deo. Also doch, zumindest im Winter. Doch zu kalt. Ich habe schon viele Geschichten gehört, warum jemand, ob Mann oder Frau, unbedingt zur Schauspielkunst tendierte. Aber sowas bei Ihnen habe ich noch nicht gehört, dass Sie mit einem 16-Tonner zur Schauspielschule gefahren sind, um sich da zu präsentieren. Ja, ich war damals bei, also ich bin ja gelernter Baumaschinist und hatte damals bei Tiefbau gearbeitet und fuhr Kraskipper, die sogenannte russische Rache, das wird hier keiner kennen. Und das waren, also das war so ein heutzutage ein Oldtimer, so ein 12-Tonner, beladen so ja 24-Tonnen, ich war beladen. Und gut, und ich machte das ja schon ein paar Jahre, erst Baggerfahrer, Planierraupe und dann Berufskraftfahrer. Und irgendwann bin ich dazu, habe ich überlegt, das will ich auch nicht mein ganzes Leben jetzt machen, also immer nur auf den Bock, wie man so sagte. Und habe halt mögliche andere ausprobiert. Mein Traumberuf hat nicht geklappt, aus anderen Gründen. Der Traumberuf war? Berufsreiter wollte ich werden. Und da war ich einfach von Anfang an zu groß und vor allem zu schwer. Und dann wollte ich irgendwas anderes mit Pferden machen und das ist alles gescheitert wegen meiner Zeugnisse. Also ich hatte sensationell beschissene Zeugnisse. wollte ich gar nicht mehr. Hat mir meine Mutter den Job besorgt, dann war ich Baumaschinist, dann war ich Kipperfahrer und habe parallel im Arbeitertheater gespielt, also Laienspielgruppe würde man heute sagen. Das hieß bei uns Arbeitertheater. Und wir machten da nur Sketche, aber immer, wenn ich auf der Bühne war, wurde am meisten gelacht und nach mir wollte keiner mehr auftreten. Und dann haben wir welche gesagt, dann wisst ihr mal, versucht doch mal eine Schauspielschule zu gehen. Und nur, ich wusste ja, dass ich aus einer Schauspielerfamilie nun mal komme. Ja, eben. Ja, ich bin eigentlich der Einzige vom Bau in der ganzen Familie. Also entweder Ärzte oder Schauspieler. Und da dachte ich, kann ich ja mal, probiere ich einfach mal. Und dann habe ich mich beworben, habe auch gleich bin angenommen worden, habe die Eignungsprüfung bestanden und dann wurde ich zur Aufnahmeprüfung eingeladen. Und das war irgendwann im Januar 80, Februar 80, vormittags um 10 oder 11. So, ich hatte Frühschicht und ging zu meinem Brigadier und fragte, ob ich frei bekomme, weil ich die Aufnahmeprüfung habe. Und in der DDR, für ein sozialistisches Studium, gab einem der sozialistische Betrieb dann natürlich selbstverständlich frei. Aber mein Brigadier, als ich dem ich das dann vortrug, der fragte mich, na, was willst du denn studieren? Ich sage, na, Schauspieler. Kaspar, muss man nicht studieren? Der hat mir einfach nicht geglaubt, dass man Schauspiel studieren muss und hat mir nicht freigegeben. Also musste ich während der Arbeitszeit zur Prüfung. Ich habe mit den 24 Tonnen da kaum raufgepasst auf den kleinen Schulhof der Ernst Busch damals und hatte natürlich Arbeitsklamotten. Ich wollte sagen, was hatten Sie an? Ja, das heißt, was wir alle hatten, also Latzhosen, Stiefel, Schiebermütze. Wir hatten die Kutscher von Tiefau hatten damals auch alle einen Vollbart, das war so. Ich trug auch noch eine Brille, ich habe noch keine Kontaktlinsen und spielte den Romeo vor. Und ich sah aus wie 35 und Romeo ist ja 14 bei Shakespeare. Und ja, die Prüfer haben flach gelegen, aber ich habe bestanden auf Anhieb. Top. Wir haben übrigens ein Bild von Ihnen aus jungen Jahren. Ich hätte das jetzt nicht direkt zuordnen können zu Ihnen. Ich muss jetzt mal eben fragen, ob wir das mal eben einspielen können. Das ist wirklich sehr. Das sind Sie. Und das, ich meine, das muss man dazu sagen, das ist ja jetzt keine Perücke, vermute ich mal. Bitte was? Das ist ja keine Perücke. Nee. Ja, nee, ich hatte auch mal Haare. Aber Sie haben ja eben Ihre Schulleistung schon erwähnt und Sie hatten irgendwann an einem Zeugnis stehen, dass Sie, in Anführungszeichen, er legt einer sozialistischen Schülerpersönlichkeit hohnsprechendes Verhalten an den Tag. Ja. Was haben Sie denn gemacht in der Schule? Also genau das, was man nicht machen sollte. Also ich bin zur Schule gegangen, aber nicht immer. Ich hatte einen inoffiziellen DDR-Rekord. Er kam 183 Mal zu spät, stand nach einem Schuljahr drunter. Schuljahr hat bloß 195 Tage, wenn er alles abzieht, Ferien soll am Sonntag. Ich hatte die Kopffächer immer 5. Das ist Betragen, Gesamtverhalten, Ordnung, Mitarbeit. Damit konnte man aber versetzt werden. Also ach so, bei uns war die 5 das Schlechteste. Bei uns gab es keine 6. Und und dann auch die Fächer, auf denen es angeht, Staatsbürgerkunde und die ganze Naturwissenschaft, das konnte ich ohne alle, das wollte ich nicht. Also ich habe mit Ach und Krach die 10. Klasse geschafft, heute sagt man zu mittlere Reife oder so. Wa? Mhm. Aber nicht, weil ich zu doof war, sondern weil ich keine Lust hatte. Oder weil ich andere Sachen im Kopf habe. Wir sind immer zur Rennbahn gegangen. Und das musste man, wenn im Trabrennbahn Karlshorst damals, da haben wir am Toto gearbeitet, als People, als Schüler. Und dann war mittags
um 12 stand im Klassenbuch, die konnte das schon mitschreiben, die deutsche Lehrerin. Also Martens Kopfschmerzen, wie man Zahnschmerzen, Graf Bauchschmerzen und die. Das hast du schon, das war wie so ein Vordruck, da waren wir alle weg. Und durch das zu spät kommen und so, ich war nicht so oft da, aber ich habe eigentlich Spaß gehabt, aber nicht unbedingt am Lernen, sondern um meine Mitschüler zu unterhalten und ja, also. Was ich gar nicht wusste, ehrlich gesagt, dass es in der DDR so ein Pferderennsport gab. Ich habe irgendwie so ein altes Klischee im Kopf, dass Pferderennsport auch so was sehr Elitäres ist. Nö. Ja, wusste ich nicht. Überall. Also nicht nur in der DDR, auch in Tschechien, Polen, Russland, Bulgarien. Ja, das war ja mein großes Hobby. Oder ist immer noch mein Hobby. Also Sie wollten Jockey werden? Naja, Berufsreiter heißt es. Jockey ist ja nur ein Titel, den wird man, ja, wenn man 50 Rennen gewonnen hat. Ah, okay. Aber das war mein Traum, habe ich auch schon tausendmal erzählt. Was aber ist denn Berufsreiter? Ich meine, damals war ich nur 30 Kilo leichter als jetzt, hat aber trotzdem nie gereicht. Gerborg fragt, was Berufsreiter ist. Ein Berufsreiter, was ist das? Berufsreiter. Ein Rennreiter. Also das, was man unter Jockey kennt, ja. Die Berufsbezeichnung ist eigentlich Rennreiter und Jockey ist ein Titel, den kriegt man, wenn man 50 Rennen gewonnen hat. Mhm. Der Beruf heißt, Jockey ist ein Titel und der Beruf heißt Berufsreiter. Man könnte auch sagen Berufsrennreiter. Also man reitet Galopprennen. Das war das daran jetzt so komisch. Ganz klar. Das ist, aber das ist schon wirklich ein ziemlich verwinkelter Weg, den Sie da gegangen sind. Denn Sie kamen, eben gesagt, meine Eltern waren Schauspieler. Wolfgang Kieling ist Ihr leiblicher Vater. Mhm. Ihre Mutter war Schauspielerin, Ingrid Rentsch. Das hätte doch alles darauf hindeuten müssen. Stattdessen waren Sie leidenschaftlich mit Pferden verbunden, mhm, und sind beim Tiefbau gelandet. Das ist doch irgendwie merkwürdig. Ja, beim Bauen bin ich nur gelandet, weil das mit den Pferden alles nicht geklappt hat. Ja. Ich hatte vorher mit dem Stüt Gancho, gerade jetzt die großen Voll- und Warmblutestüte DDR. Ich war da voll integriert. ja, diese Worte. Ja. Bin da mit dir früh ohne Sattel, Jährling auf der Koppel mit den Lehrlingen. Ich war noch 9. Klasse. Und als ich nach 2 Wochen dann da abgehauen bin, haben sie gesagt, dann sehen wir uns in 2 Jahren. Und dann hat die Stützleiter meinen Zeugnisse sehen, dieses Zeugnis vor allem, das war mein Bewerbungszeugnis einer sozialistischen Schülerpersönlichkeit, hohnsprechendes Verhalten, unmögliche einzusehen, 183 Mal zu spät und so weiter und so fort und alle in 5 und dann war Schicht im Schacht. Nix, Kenisch, die haben ja alle abgelehnt, obwohl ich eigentlich hätte gekonnt. Aber Schauspiel geht damit. Wie bitte? Schauspiel geht damit. Ja, das ist nicht echt jetzt. Das ist die Ernst-Busch-Hochschule. Das war die einzige Hochschule meiner Ansicht nach in der DDR, wo man kein Abitur haben brauchte. Also ich hab kein Abitur, sonst wäre ich da ja nicht hingekommen. Das waren aber viele, ich war nicht der Einzige. Das Wichtige, man musste nur als Mann, man musste eine Berufsausbildung haben, eine abgeschlossene, und Militärdienst geleistet haben. Das war ja in der DDR, dass man, bevor man Künstler werden konnte, musste man was sozusagen Reelles abgeleistet haben. Was auch immer. Mir fällt gerade ein, als du eben erzählt hast, was auf der Bühne so abgeht mit Funke-Mariechen und so, dass Sie ja mal, Frau Wilson, einmal in ein starkes Team mitgespielt haben. Ist ja bei Ihnen alles gut ausgegangen. Und Sie waren da Cheerleaderin. Es war traumatisch. Vielleicht, aber es war traumatisch. Was war's? Ich war seine Tochter. Das war überhaupt nicht traumatisch. Ja. Das war super eigentlich. Aber ich wurde vom Kostüm in ein... Ich war 2001 irgendwann. 2001, fast 20 Jahre, ja. Genau, und dann wurde ich in ein Kostüm gesteckt, in ein Cheerleader-Kostüm mit Emblemen von Hertha BSC. Und das habe ich irgendwie nicht gut verkraftet. Warum? Ich habe mich einfach sehr unwohl gefühlt. Ja, so Cheerleader ist auch, glaube ich, nicht so... Das ist ungefähr so... Naja, ich weiß nicht. Für mich wäre es auch nichts. Für dich vielleicht, Gerbo. Ich habe es einfach nicht verstanden, was es sollte. Was für mich vielleicht? Cheerleader. Finde ich super. Siehste. Weißt du, dass es junge Mädchen gibt, die richtig trainieren, 5-mal die Woche, um dann ganz tolle Cheerleader-Tänze aufzuführen? Ja, aber ich habe nicht trainiert, ich habe nur Bier gezapft. Ja, war ja für Cheerleader. War ja auch nur Fernsehen. Im Endeffekt muss man erst mal sagen, Sie haben ja, sind dann am Theater groß rausgekommen, die Volksbühne, da haben Sie viel gespielt, bis das Fernsehen losging. Und das ist ja nun eigentlich viel von Wedel besetzt worden, Dieter Wedel in den großen Mehrteilern. Und 25 Jahre, das ist ja fast wie Beamtentum. Genau genommen, also mit den 25 Jahren bin ich mir sowieso nicht so sicher. Also meine erste Tochter wurde während des ersten starken Teams geboren und die ist jetzt 26,5. Und der erste Gesendete war wohl Anfang 94, aber das ist ja royal, heißt jetzt 25 und 80 Dinger, eigentlich haben wir schon 84. Ja, ich weiß, natürlich Karrieregift, sagt man, ist klar, du wirst das bestätigen können. Aber das kam so schleichend, weil wir, das erste starke Team war konzipiert als einzelne Krimikomödie. Das hieß auch noch nicht ein starkes Team, sondern gemischte Doppel.
So, und da war, die Maya war schon gesetzt, die war damals ein großer Star. Ihre Partnerin? Ja, genau, meine Filmpartnerin, meine Partnerin damals. Und untersuchten die männlichen Hauptdarsteller und haben mich inkognito gecastet in einer Kneipe. Hat ein Kumpel von mir, auch ein Kollege, der André Hennecker, hat eine Kneipe aufgemacht in Mitte und ich war eingeladen. Und zur Eröffnung und dann war, das war schon nachts um zwei, ich wollte eigentlich, ich war schon nett zurechtgemacht, wie man so sagt, und stand so an der Bar, wollte noch einen Absacker nehmen. Und da stand plötzlich einer neben mir, den kannte ich nicht, hat sich mit mir unterhalten. Und ich sah plötzlich immer durch den Raum laufen, die Maya Maranoff, diese schöne Frau, die starrte mich ständig an. Wir kannten, also ich kannte sie nur, weil sie Maya Maranoff war. Sie konnte mich ja nicht kennen. Ich denke, was, wieso kickt mich so eine schöne Frau ständig an? Ich habe sie ja nicht begriffen. Ja, und dann bin ich irgendwann nach Hause gegangen, habe meinen Rausch ausgeschlafen und am nächsten Nachmittag hat mich meine Agentin angerufen, hat gesagt, ey, Glückwunsch, du hast die Rolle, die suchen wir schon seit Wochen. Ich sage, was denn für eine Rolle? Naja, die besagte. Ich sage, da müsst ihr mich verwechseln. Ich war bei Henny, wir haben eine Party gemacht und das war, da war kein Regisseur und nichts. Stellte sie raus, das war der Regisseur Konrad Zabrowski, der Erste. Der hatte mich sozusagen heimlich gecastet und Maya, und das war wie so ein Inkognito. Also Maya Casting. Hat sie in Augenschein genommen und dann gesagt, ja, und Maya wurde gefragt, weil Maya stand ja schon fest. Und die sollte mich mal angucken und dann kicken, ob sie mit dem kann oder nicht. Und hat sie gesagt, ja, ist okay. Und dann hatte ich die Rolle. So, und dann haben wir nur einen Film gedreht. Wie gesagt, eine einzelne Fernsehkomödie, so was konzipiert. Und dann kam gleich Wedel mit seinen Mehrteilern. Erst war Schattenmann, König von St. Pauli, Frau des Anwalts, acht Teile, Semmelings. Und dann auch andere Sachen. Und immer wenn Wedel uns geholt hat, Maya und ich, wir waren ja immer beide drin. Und Sie waren, da muss man dazu sagen, auch privat ein Paar. Damals ja, waren wir auch mal. Und zweimal so, ja. Und da haben wir immer Priorität eingeräumt. Und da gab es dann im zweiten Jahr haben wir gar kein starkes Team gedreht. Dann einmal nur eins. Und ich habe erst nach drei, vier Jahren mitgekriegt, dass ich eine eigene Reihe an der Backe habe. Also, und dann war das plötzlich da und das lief und lief. Und ich konnte aber so viele schöne andere Sachen noch machen. Nicht nur Wedel, auch andere schöne Filme. Das war der pure Luxus eigentlich. Das ist ja klar, ist eine eigene Sache, eine eigene Reihe. Verdienst dadurch gutes Geld und kommst wieder wie in so eine Familie mit größeren Abständen, was ich übrigens auch mag. Und trotzdem kannst du noch schicke andere Sachen machen. Das ist ein totaler Luxus. Ja, perfektes Schauspielleben. Nach 12, 15 Jahren irgendwann war da Schicht im Schacht diesbezüglich. Das lag aber an bestimmten Führungsansichten im ZDF. Die haben sich jetzt wieder erledigt und jetzt ist es wieder los. Also er ist ja nie abgerissen. Aber so diese Highlights. Ja, Sie sind ja auch der mit der großen Klappe da, der sehr stark Berlin hat und der natürlich auch auf seine Ostvergangenheit gerne, der den Osten immer in Schutz nimmt, der DDR in Schutz nimmt. Wir haben einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Sendung, die morgen Abend laufen wird. Ein starkes Team, das in dem Fall auf dem Parkplatz zunächst spielt. Sieht ganz so aus, als wurde hier eine Party gefeiert. Warten für eine Party? Die Art von Party. Männer, die alleine leben, fangen wir manchmal an, komische Sachen zu machen. Oh, sauber. Was ist denn für ein Spruch? Ich lebe auch alleine. Und? Mache ich vielleicht komische Sachen? Weiß ich nicht. Ach du Scheiße, jetzt ist los. Ist nicht gemeint, aber keinen Treppen. Schade. Wo treibst du dich denn nachts rum? Könnte ich dich genauso fragen. Ich darf das, ich bin Single. Ich bin auf Arbeit. Das bin ich auch, ich mach das hier verdeckt. Ah ja. Ja. Morgen Abend wieder mit Stefanie Stappenbeck, die nach dem Tod von Maya Maranoff die Rolle jetzt an ihrer Seite übernommen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, weil du, klar, weil sie so weit weg sind. Stefanie Stappenbeck, die ja die Rolle übernommen hat, weil ja Maya Maranoff leider verstorben ist vor ein paar Jahren. Und so. Ja, es sind 26,5, ich dachte, es sind 25, kann ich nur sagen, weiter so. Schauen wir mal. Danke, dass Sie da sind, Florian Martin.
Sie haben die ganze Sendung sehr ernst geguckt, lieber Richard. Wir sind eigentlich auch beim Blue, fällt mir gerade auf. Aber Spaß am Denken, den hast du. Ja, würde ich sagen. Also war, glaube ich, als Kind schon so. Also es ist nicht das Einzige, woran ich Spaß habe. Ne? Aber sich so in so Sachen reinzudenken und reinzugrübeln und es genauer wissen zu wollen und so, das kann sehr viel Spaß machen. Ja. Wenn ich eine vierbändige Geschichte der Philosophie schreibe und mich sozusagen mit dem Gesamten auseinandersetze, mit einem solchen über Jahre, habe ich dann gelegentlich auch ein Bedürfnis, mal einen Asterix in die Hand zu nehmen? Also Asterix kenne ich alle schon auswendig. So, als Kind war das neben Tim und Struppi die einzigen Comics, die bei uns erlaubt waren. Weil die nicht amerikanisch waren, sondern französisch oder belgisch. Und deswegen haben wir eigentlich damals aus Mangel an anderen Comics sowohl Tim und Struppi wie Asterix eigentlich komplett auswendig gelernt. Die kommen also heute als Entspannungslektüre nicht mehr in Frage, aber sich ordentlich Kölsch reinzupfeifen und sich Fußballspiele anzugucken zum Beispiel, das Bedürfnis ist sehr ausgeprägt. Guck, Gianni, Giovanni, das ist... Sehr gut. Der dritte Band dieser vierteiligen Gesamtausgabe beschäftigt sich mit der Entwicklung im 19. Jahrhundert. Was hat das 19. Jahrhundert so mit uns, so direkt mit uns zu tun? Ganz, ganz viel. Es ist die Zeit, in der die Vorstellung, die wir heute haben, von Gesellschaft entstanden ist. Nämlich die bürgerliche Leistungs- und Lohnarbeitsgesellschaft. Die ist für viele heute so selbstverständlich, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass es auch andere Gesellschaften gibt. Dass es mal Gesellschaften gibt, die den Begriff der Leistung nicht kannten. In denen die Leute nicht zu einer Arbeit gegangen sind oder für Geld gekriegt haben. Dass man den Status, den ein Mensch hatte, nicht abhängig machte von dem, was er verdiente. Und das sind alles Vorstellungen. Dazu gehört natürlich unsere Vorstellung heute von Rechtsstaatlichkeit, auch von Demokratie, von Liberalismus, von Kapitalismus. Das entsteht eigentlich alles im 19. Jahrhundert. Also naja, die Blaupause für unsere Gesellschaft, die entsteht. Ja, und wir haben natürlich damals die Industrialisierung als Umbruch einer ganzen Gesellschaft, eigentlich der Welt damals. Und jetzt haben wir die Digitalisierung. Genau. Also man kann das wunderbar vergleichen. Im Grunde ging das in England ja schon im 18. Jahrhundert los, aber flächendeckend im 19. Jahrhundert beginnt das erste Maschinenzeitalter, ausgelöst durch die Verbesserung der Dampfmaschine. Und es ist der Beginn eben dieser neuen Form von Gesellschaft und dem rasanten Aufstieg der Industrieproduktion. Und das war nicht nur die Grundlage für einen riesigen Wohlstand irgendwann, sondern das war auch das Ende der 2000 Jahre alten Herrschaft von Adel und Kirche. Das heißt, für die allermeisten Menschen war es erstmal eine gewaltige Überforderung. Naja, und dieses 19. Jahrhundert war ein brutales Jahrhundert. Wobei natürlich auch Philosophen, Sie werden mir das hoffentlich bestätigen, Frau Wilson, Philosophen denken ja oft über das nach, was da ist und ob das wirklich so sein muss, wie es sich darstellt. Nun sind wir in einer Zeit, wo die alten weißen Männer in Verruf geraten sind und das, was sie so produziert haben. Jetzt sind es auch noch tote weiße Männer. Was haben uns die Denker des 19. Jahrhunderts heute unmittelbar zu sagen? Oh, ich glaube, eine ganze Menge. Ich meine, das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert von Karl Marx, der erstmal eine ganz gründliche Analyse des Kapitalismus vorgelegt hat. Was den prophetischen Teil von Marx anbelangt, wird es ziemlich dunkel, nebelig und schräg. Der nimmt aber in seinem Werk auch nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil ein. Aber was seine Analyse überhaupt mal zu verstehen, wie Kapitalismus überhaupt funktioniert, was das für ein System ist. Also wenn man das Kommunistische Manifest liest, und ich würde jedem empfehlen, das mal zu machen, das ist ein kleiner Text über den Kapitalismus. Das ist wirklich ein kleiner Text, in dem erklärt wird, wie das Kapital sich globalisiert, sich über die ganze Welt ausbreitet, alles verwerten wird. Alles wird immer schneller werden, der Raum wird immer kleiner, die Geschwindigkeit wird immer größer und bis alles sozusagen in der ganzen Welt kapitalistisch verwertet, genutzt wird, Bodenschätze aus aller Welt, muss man sagen, was für eine Prophezeiung. Das ist genau die Ankündigung dessen, wie das alles anschließend passiert ist. Und was gerade jetzt ist. Ja, heute haben wir jetzt das interessante Phänomen, nachdem dieses erste Maschinenzeitalter, das damit anfing, die menschliche Hand zu ersetzen, abgeschlossen ist. Auch globalisiert quasi abgeschlossen ist, bis auf ein paar wenige Winkel in der Welt, die sich nicht lohnen, kommt jetzt das zweite Maschinenzeitalter und jetzt geht es darum, das menschliche Gehirn zu ersetzen. Und wieder stehen wir davor, vor einem gewaltigen ökonomischen, gesellschaftlichen Umbruch. Und das macht die Zeit sehr vergleichbar. Waren die Menschen damals auch so massenhaft verunsichert, wie es heute der Fall ist? Noch viel mehr. Also wenn man sich mal überlegt, 1789 beginnt eigentlich das 19. Jahrhundert. Ja, beginnt die Idee bürgerliche Gesellschaft, französische Revolution. Aber 1815 kommen die Könige wieder zurück. Also die, die man vorher geköpft hat. Es kommt eine Restaurationszeit. Ja, alles das, was man vorher gemacht hat, der Mensch ist so eigentlich frei und die Menschen sind gleich und so weiter.
nichts mehr davon zu spüren. Über Jahrzehnte hinweg kam wieder genau das krasseste Gegenteil. Und heute haben wir eine ähnliche Situation. Eigentlich sind wir in einem Aufbruch in ein ganz, ganz neues Zeitalter. Aber was wir erleben ist, die Menschen merken, spüren wie die Tiere, wenn das Erdbeben kommt, ja, es, der Boden schwankt. Vieles, was wir kennen, wird nicht bleiben, wie es ist. Und die große Sehnsucht ist zurück. Ja. Na, wir wollen wieder, wie es irgendwie früher war, Make America Great Again oder Großbritannien wieder aus der EU raus und so. Also diese ganzen restaurativen Tendenzen, wieder irgendwas von früher herzustellen, ist genau dasselbe wie damals auch. Nun sind Sie kein Prophet, aber Ihre Aussicht, wie es werden wird, ich meine, wir gucken jetzt alle erstmal auf Großbritannien, ne? Brexit ist jetzt heute vollzogen, was wird da kommen? Wir gucken nach Amerika und denken, was will der da eigentlich alles und so, das ist ja auch, sind ja auch alte Losungen, die nicht mehr in die Zeit passen. Gucken Sie als einer, der sich so damit beschäftigt hat, optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft? Das ist eine schwierige Frage. Also emotional, rein gefühlsmäßig bin ich ein optimistischer Mensch. Und rein rational ist es nicht ganz einfach, Optimist zu sein. Aber ich bin eigentlich nur aus Trotz gegen meine Familie optimistisch, weil ich komme aus einer Familie, in der Pessimismus sehr ausgeprägt ist, bei meinem Vater und bei meinem Bruder auch. Und ich denke immer, ein Optimist, der sich in seinen Idealen getäuscht sieht, hat immer noch ein erfüllteres Leben gehabt als ein Pessimist, der sich bestätigt sieht. Ja, ja, das ist eine einfache Lose, das stimmt aber. Ich meine, als Vater oder als Mutter muss man ja eigentlich optimistisch sein. Ne? Das bleibt dann ja gar nichts anderes übrig. Wenn Sie haben jetzt, ich weiß nicht, Ihre drei Söhne, denen wünschen Sie von Herzen eine glückliche Zukunft. Gleichzeitig sind Sie auch ein politischer Mensch, Frau Wilson, und denken, ah, da kommt einiges zusammen. Nicht nur in Sachen Umwelt, auch in Sachen Politik, in Sachen Digitalisierung, also Umbruch einer Gesellschaft. Wie gehen Sie damit um, dass diese Zeiten doch so unruhig sind? Ja. Ich weiß, vielleicht ist es auch so eine Form von einer Gegenwartseitelkeit, dass wir denken, dass gerade alles so wahnsinnig besonders ist. Was Sie gerade meinten, im 19. Jahrhundert war das, haben die Menschen sich genauso verunsichert gefühlt. Und ja, ich schwanke. Einerseits bin ich grundoptimistisch, das ist meine Ausrichtung. Ich glaube, das kommt vielleicht auch von meinem amerikanischen Vater. Und gleichzeitig bin ich aber gerade, wenn ich mir die Entwicklung der letzten paar Jahre anschaue, total frustriert. Und weiß nicht, was da jetzt kommt, keine Ahnung. Und Sie sind für Fridays for Future auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Gibt es andere Anlässe, wo Sie sagen, da müsste man jetzt eigentlich auf die Straße gehen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, die Starken einer gewissen rechten Bewegung in Deutschland oder die Tatsache, dass sehr viele auch ehrenamtliche Politiker bedroht werden. Das heißt also, viele Menschen im Grunde genommen demokratische Grundvoraussetzungen nicht mehr akzeptieren. Was kann man da machen? Ja. Jetzt frage ich Sie mal, Frau Wilson. Deswegen sind Sie hier. Ja, genau. Weiß ich, also ich glaube, natürlich sind wir dazu aufgerufen, alle nicht nur auf die Straße zu gehen, sondern auch in unserem Umfeld dafür zu werben, dass die Menschen gut miteinander umgehen und vor allem auch die Politik dazu aufzurufen, dass die ihre ureigenste Aufgabe endlich in die Hand nimmt, und zwar unsere Interessen zu vertreten. Also das ist was mir gerade fehlt in der letzten Zeit, dass wahnsinnig viele Menschen auf die Straße gehen und es tut sich aber gerade nichts. Und ich glaube, jetzt ist genau der Punkt, wo sich entscheidet, dass wir weiter dafür kämpfen müssen. Sie haben über sehr viele zeitliche Bezüge nachgedacht, über die Gesellschaft heute, über die Gesellschaft im 19. und natürlich auch im 20. Jahrhundert. Warum gehen Sie nicht in die Politik? Ich schwanke zwischen du und sie, entschuldige. Ja, also in die Politik zu gehen, wäre wahrscheinlich keine gute Idee aus einer ganzen Reihe von Gründen. Da muss man, glaube ich, eine Menge Talente haben, die ich nicht habe. Man muss in der Lage sein, endlos lange zuzuhören. Ja, in Sitzungen gewinnt nicht derjenige, der das rhetorische Feuerwerk abbrennt. Man muss als Politiker überhaupt keine rhetorischen Fähigkeiten verfügen. Angela Merkel ist ein Top-Beispiel. Alle Reden kommen mit 200 Wörtern aus. Sie müssen da auf der Ebene nichts können. Sie müssen diejenigen sein, die am längsten aushalten, die anderen am besten beobachten und gucken, dass man zu seinem kommt. Und das ist ein Talent, was ich nicht habe. Und das andere ist, auch wenn ich in die Politik gehen würde, ich müsste in eine Partei eintreten, eine zu gründen, wäre wahnsinnig aufwendig. Und wenn ich in eine Partei eintreten würde, erstmal würde mich wahrscheinlich keine nehmen. Dann wüsste ich auch nicht so richtig, in welche ich jetzt reingehen sollte. Und dann würde der Prozess eintreten, wenn ich in eine Partei gehen würde. Dann müsste ich natürlich, wie jeder Politiker, der eine Laufbahn machen will, ja, 100.000 Hände schütteln, Kompromisse machen und so weiter. Ich könnte zackig da reingehen wie ein Bergkristall. Wenn ich da rauskomme, bin ich rundgewaschen wie ein Bachkiesel. Und dann würde ich all die Leute, die gesagt haben, sie sollten in die Politik gehen, enttäuschen. Es ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, das sieht man sehr eindrucksvoll bei Fridays for Future.
sehr viel einfacher und wirkungsmächtiger, die Politik von außen zu kritisieren, als sie von innen mitzugestalten. Denn die Politik, die meisten Politiker haben keinerlei Kompass mehr in allen entscheidenden Fragen. Der Kompass von Angela Merkel, aber es bei anderen Politikern auch, sind Meinungsumfragen. Und deswegen kann man durch die Beeinflussung der öffentlichen Meinungen heute sehr viel mehr politisches Gewicht entwickeln, als wenn man versucht, sich in diesen Hengst- und Stutenkämpfen in einer Partei nach oben zu lavieren. Das müsste dir doch eigentlich, Gerber, gut gefallen, dass Fridays for Future eine Bewegung ist, wo vor allen Dingen junge Frauen ganz weit vorne sind. Genau, und Pegida ist eine Bewegung, wo vor allen Dingen alte Männer mitmachen. Das stimmt wirklich, ich habe die Statistiken studiert, Fridays for Future, 70% junge Frauen, Pegida wirklich 70%. Alte weiße Männer, also um das mal wieder zu, ja, so sind die Unterschiede. Aber das heißt doch, dass vor allem junge Leute heutzutage dann bereit sind, auch irgendwie aufzumischen, wie effektvoll es auch immer sein mag, aber es ist ja relativ effektvoll. Ja, ich habe mich natürlich wahnsinnig darüber gefreut. Ich meine, von außen gesehen ist es ein bisschen ein Treppenwitz, ja. Also tausende von Wissenschaftlern können im Grunde genommen seit den Mahnungen des Club of Rome Anfang der 70er Jahre, dann in den 80er Jahren, global 2000, die große Studie über die ökologische Zukunft und so weiter, die konnten machen, was sie wollten. Ja, die Politik hat immer nur ganz, ganz, ganz klitzekleine Veränderungen gemacht. Das ist bei den Grünen, wenn sie in der Regierungsverantwortung waren, genau dasselbe. Die haben die Laufzeiten der Kernkraftwerke für 30 Jahre damals festgeschrieben. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen sind diejenigen der RWE, die Erlaubnis gegeben haben, den Hambacher Forst abzuholzen. Also man sieht sozusagen, da ist eigentlich nie irgendwie richtig was passiert. Und jetzt gehen Kinder auf die Straße und Jugendliche und plötzlich kommt ein Momentum in die Politik rein. Also nicht die Experten, sondern diejenigen, die auf die Experten hören, die aber im Grunde genommen Unruhe in die eigenen Familien bringen. So wie die 68er es auch gemacht haben. Ihren Eltern sagen, wieso lebst du so, wie du lebst? Und das schafft plötzlich eine gesellschaftliche Dynamik, die faszinierend ist. Und ich drücke nur die Daumen, dass diese Dynamik noch länger anhält und nicht in einer Mediengesellschaft, die heute relativ schnell verpufft, wenn irgendein anderer großer Konflikt kommt. Ich kann da nur die Daumen drücken. Auch wenn wir jetzt über eine Massenbewegung reden. Leben wir ja auch in einer Zeit des starken Individualismus. Ihr dritter Band der Philosophiegeschichte trägt ja den Titel Sei du selbst. Warum haben Sie die... Ich bin immer beim Sie, dabei kennen wir uns schon 5 Jahre oder länger. Ja, oh Gott. Warum hast Mach du das mal, wie du willst. Warum hast du diesen Titel gewählt? Ja, das ist interessant. Im 19. Jahrhundert gibt es einerseits die Tendenz, die Philosophie zu verwissenschaftlichen. Wegen des enormen Erfolges der Naturwissenschaften, vor allem der Biologie. Und dagegen entsteht eine andere Philosophie, nämlich die Existenzphilosophie. Und diese Existenzphilosophie, die bei Søren Kierkegaard, dem dänischen Philosophen, anfängt und die man in gewissen Teilen auch bei Schopenhauer und bei Nietzsche findet, die sagt, allein mit Denken wirst du dich nie selber verstehen können. Also unser Denken ist nicht das geeignete Instrumentarium, um Leben zu verstehen. Denn Leben ist das, was passiert, während wir dabei sind, denkend versuchen zu verstehen, was das ist, was da passiert. Und die Haltung ist nicht, erkenne dich selbst wie früher, also benutze dein Denken, um dir deiner klar zu werden, sondern schon bevor du überhaupt denkst, ereignet sich alles Wesentliche und Wichtige in deinem Leben. Und wo bleibt das Gefühl? Das Gefühl ist da vollständig drin. Also sei du selbst ist ausgesprochen gefühlsbetont im Vergleich zu erkenne dich selbst. Bei erkenne dich selbst denke ich immer, erkennen ist, wenn ich nur meine ganzen Gefühle weglasse und ordentlich gründlich über mich nachdenke, dann käme da schon was Kluges dabei raus. Und das fangen die Leute an, im 19. Jahrhundert nicht mehr so recht zu glauben, übrigens zu Recht nicht, und zu merken, dass der gesamte Selbsterkenntnisprozess eine hochgradig emotionale Angelegenheit ist, die allein mit Denken nicht zu lösen ist. Es ist wirklich erstaunlich, es sind komplizierte Themen, aber es gibt, glaube ich, niemanden, der so viele Bücher darüber verkauft hat wie du, Richard. Die sind fast alle Bestseller geworden, auch diese mehrteilige Reihe über Philosophie überhaupt und in 40 Sprachen übersetzt. Da kann ich nur sagen, toll. Danke, dass du da bist und weiterhin viel Erfolg. Ganz lieben Dank. Jetzt muss ich mal eben nachhören, denn wir haben vor, an dieser Stelle zu Jürgen Domian zu schalten, der ein paar Kilometer weiter, nämlich in der Innenstadt, darauf wartet, dass seine Sendung gleich live losgeht. Jürgen, Albertina. Bist du? Ah, ich höre dich zumindest, ich sehe dich nicht, aber ich höre dich. Da sehe ich dich auch. Da, ja. Domian live, da haben wir dich schon. Was gibt's heute bei dir? Kannst du es überhaupt sagen? Weil der Clou der Sendung ist ja, dass du es eigentlich nicht weißt. Genau, ich bin freudig angespannt und freudig aufgeregt, weil ich nicht weiß, was gleich passieren wird. Es werden Gäste hier in die Sendung kommen, die sich von sich aus beworben haben, weil sie gerne mit mir reden wollen. Ich weiß überhaupt gar nichts und lasse mich überraschen. Und das ist alles sehr
sehr spannend und sehr aufregend. Bis jetzt hat es immer geklappt. Hinter der sehe ich die Nord-Süd-Fahrt, also mitten in Köln. Ich sage toi, toi, toi und wünsche dir eine spannende Sendung mit aufregenden Überraschungsgästen. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao, Domer. Ciao. Und jetzt, meine Damen und Herren, werde ich mich schon von Ihnen verabschieden. Aber schalten Sie nicht um oder aus, denn jetzt gibt es einen weiteren Höhepunkt in dieser Sendung. Es ist nämlich Campus Finest mit dem Song Verbehe. Verbehe. Danach Domian live. In diesem Sinne. Tschüss zusammen, aber viel Spaß mit Campus Finest. Ich lass mich nicht verbehen, nicht für den Mann, nicht für die Liebe. Ich tanz durch die Nacht im Trubel und Krach, hab nix zu verlieren. Mir ist egal, was andere denken von mir. Ich schläf gern laut und bunt und will kein Zick verlieren. Du hast gedacht, du könntest mich ändern, nee, das kannst du nicht. Ich will, ich brauch niemand, der mir sagt, was ich bin und was nicht. Ich jam fort und ich komm nie zu dir zurück. Ich lass mich nicht verbehen. Ist das wie ne Punkt für ein Komma, das mit keinen Sinn. Und wenn du mich liebst, für was das ich nicht bin, jank mich fort von mir. Ich lass mich nicht verbehen, nicht für den Mann, nicht für die Liebe. Ich tanz durch die Nacht, im Trubel und Krach, hab nix zu verlieren. Ich lass mich nicht verbehen. Finest!